Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Montag, Hendrik, wir sind zurück, eine neue Extrarunde und wir sind quasi jetzt in Staffel 3, oder? Ja, auf geht's. Es gibt kein Biathlon jetzt mehr, ne? Also warum sind wir überhaupt hier? Die eingefleischten Zuhörerinnen, die kennen das natürlich, ne? Wir starten hier in unsere Interviewsaison. Ja, Extrarunde Staffel 3, Ski to Survive oder wie nennt man es jetzt? Genau, und es geht direkt mal mit einem großen deutschen Namen los. Simon Schemp ist unser Gast hier in der heutigen Folge. Der vielleicht konstanteste deutsche Biathlet der 2010er Jahre. Ja, und auch große Hoffnungen auf den Gesamtweltcup. Ja, also war auch schon mal sehr nah dran, ne? Immer wieder zurückgeworfen worden von Krankheiten oder sonstigen Leiden. Und er hat ja im letzten Jahr dann seine aktive Karriere als Biathlet beendet im Februar. Da haben wir auch damals eine Folge gemacht, ne? Folge 66 war das, glaube ich. Ja, das war doch der tolle Folgentitel, Simon drückt die Tube leer. Ja, stimmt, genau. Hat die Tube leer gedrückt dann da. Zum zweiten Mal und dann auch zum letzten Mal im Biathlon. Ja. Hier sind wir aber jetzt nochmal durch die Highlights seiner Karriere gegangen, ne? Haben uns nochmal die interessanten Momente dann rausgepickt. In der Folge 66 sind wir ja nochmal wirklich so, ja, von Anfang bis Ende durchgegangen. Jeden Punkt und hier wirklich nochmal auf die wichtigen Momente, die interessantesten Momente aus unserer Sicht zumindest konzentriert. Ja. Wie zum Beispiel hier der erste Sieg zusammen mit Lukas Hofer damals im Sprint, ist ja auch verrückt. Ja, oder auch immer die Rivalität mit Martin Foucault. Ne? Also er galt ja zwischenzeitlich so als der größte Konkurrent für den großen Dominator aus Frankreich. Ist ja schon mal bis auf 6 Punkte rangekommen an ihn. Ja, und da war die Saison nicht mehr sehr lang. Ne? Also da war der Titel ja schon zum Greifen nah. Da wollten wir natürlich auch mal wissen, wie war das damals für ihn? Und dann natürlich die WM 2017, der Massenstart von Hochfilzen, wo er dann wirklich die Tube leer gedrückt hat am letzten Anstieg. Ja. Und Simon Eder hat stehen lassen und sich das Weltmeistergold dann da holt. Die großen Momente. Und natürlich auch Pyeongchang, der Massenstart. Unvergessen das Foto, finde ich. Definitiv, ja. Also wenn wir das nicht angesprochen hätten, dann weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Aber wir mussten natürlich auch über die letzten Jahre reden, wo es dann nicht mehr so gut lief. Was war da los, Simon? Und was macht er eigentlich heute? Ja, interessant, ne? Also er geht auch unter die Schriftsteller, habe ich gehört. Ja, sein Buch Zieleinlauf ist ja auch auf dem Markt, haben wir auch mit reingenommen, denn wir haben es ja schon durchgelesen und dann auch ein paar Passagen da rausgezogen. Ich glaube, es ist eine sehr gelungene Folge geworden. Ja, also auch zu Beginn, ich habe gedacht, sind wir noch fit da in dem Ganzen? Ne? Das ist ja immer wieder eine Umstellung jetzt, aber ja. Klar, ich denke, doch, das ist eine gute Folge geworden. Aber abseits vom Weltcup-Geschehen gibt es ja doch dann noch ein paar News, oder? Richtig, und damit kommen wir direkt hierzu. Frisch gewachst. Denn Hendrik, die IBU, die hat ihren Weltcup-Kalender und dann natürlich in dem Zuge auch den IBU-Cup-Kalender und so weiter veröffentlicht für die Saison 2022-23. Mhm. Und es gibt ein paar Änderungen hier, ne? Wir hatten ja sonst immer dieses Season-Opening in Östersund, was sich dann über, ja, 2 Wochen zog, ne? Es ging dann samstags, sonntags los und dann ging es donnerstags in der Folgewoche weiter, bis dann auch wieder zum Sonntag. Und das wird jetzt in eine Woche gelegt. Und es ist nicht in Östersund, sondern in Kontiolahti diesmal. Ja, macht auf jeden Fall im ersten Moment den Anblick, als wäre es ein straffes Programm, oder? Ja, es geht. Also es ist ja ein Einzelrennen weniger hier jetzt dann auch. Und das sieht man dann auch in der gesamten Saison. Es gibt nämlich insgesamt ein Rennen weniger. Jetzt 25 statt 26 Rennen dann in der nächsten Saison. Und es geht dann diesmal dienstags los. Also von dienstags bis sonntags dann eben die Rennen in Kontiolahti. Ja, der 29.11., ich denke, das ist das große Datum, was wir uns hier im Kalender markieren können. Da geht's wieder los. Und es ist auch wie so häufig wieder ein Einzel. Genau, lass uns noch gerade schauen, gibt es sonst Auffälligkeiten, Änderungen? Welche Weltcup-Orte sind dabei? Pokljuka sehe ich gerade, ist wieder am Start. Und Nove Mesto auch wieder dabei, ne? Dafür raus Otepää und Peking. Mhm. Und die Weltmeisterschaften ja dann 2023 in Oberhof. Ne? Also Oberhof dann nicht, wie man es kennt, in der ersten Januarwoche, sondern diesmal im Februar. Stimmt, dann geht's von Ruhpolding rüber nach Antols und dann zurück nach Deutschland, nach Oberhof. Ja, ist natürlich noch eine kleine Pause dazwischen. Ne? Also ich denke, da werden die meisten Athleten und Athletinnen auch nochmal nach Hause jetten. Aber der Januar geht dann erstmal im Pokljuka los. Und ja, dann hoffentlich die Weltmeisterschaften mit Zuschauern dann wieder auch in Oberhof. Und wo wir gerade bei Weltmeisterschaften sind, mir ist mal eingefallen, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal kurz angerissen in einer der letzten Folgen, im November und Dezember sind ja auch die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaften in Katar. Ja, die Glühwein-Weltmeisterschaft. Ja, da könnte man sich ja vorstellen, das ist für die Zuschauerquoten beim Biathlon wahrscheinlich nicht so förderlich. Klar, da werden wahrscheinlich andere Uhrzeiten sein, also das wird sich nicht überschneiden.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass da trotzdem einige vom Biathlon wegwandern und eher so sich auf den Fußball dann konzentrieren. Ja, könnte sein. Aber ich denke, wenn es so von der Zeitverschiebung her gut passt, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Zeitverschiebung Katar hat, aber wenn es dann davon nicht abhängig ist, also wenn die sich nicht überschneiden, dann glaube ich, bleibt der eingefleischte Biathlon-Fan doch trotzdem interessiert daran. Ja, aber wo du es gerade sagst mit der Zeitüberschneidung, Katar ist ja weiter vorne, heißt, es könnte schon sein, dass die Spiele dann mittags oder nachmittags sind. Das wäre natürlich ein Problem, ne? Aber ist ja jedem selber überlassen. Ich weiß, was ich gucke. Ja, auf jeden Fall. Und die WM geht auf jeden Fall bis zum 18. Dezember, also die Fußball-WM. Das heißt, das endet genau auch mit dem letzten Weltcuprennen dann in Annecy-le-Grand-Bornand vor Weihnachten. Wo dann die Massenstarts anstehen. Und da ist natürlich die Frage, Hendrik, guckst du dir das WM-Finale an oder guckst du dir hier den Massenstart an? Ganz klar natürlich der Massenstart. Ja, also ich glaube auch, dass das Finale des ersten Trimesters im Biathlon dann doch mein Favorit ist. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich nicht so gut gelegen für den Biathlon. Ne? Mhm. Also ich glaube, da haben sich auch die Organisatoren doch gewünscht, dass die Fußball-WM wie immer im Sommer stattfindet. Ja, kann man gut verstehen. Gut, gehen wir mal weiter. Das norwegische A-Team, wir haben es letzte Woche angesprochen, steht jetzt fest für die Saison 22-23. So werden die auch voraussichtlich erstmal starten. Ja, bei den Damen gibt es ja gar nicht so große Überraschungen. Ne? Eckhoff, Reuseland, Tandrevold, Lien, Knotten ist mit dabei und jetzt Ragnhild Femsteinevik. Die ist neu da mit im A-Team, aber sonst eigentlich eine klare Sache, oder? Ja klar, Emilie Kalkenberg, die musste jetzt weichen für Femsteinevik. Hat sich wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren nicht so wirklich empfohlen da. Und klar, die Frage ist immer noch, was ist mit Marta Olsby-Reuseland? Tirill Eckhoff ist ja auch noch nicht 100% safe, aber es hörte sich ja... Ob sie noch aktiv sind dann im nächsten Winter. Also wenn die beiden natürlich rausrutschen, dann sind da wieder zwei Plätze frei. Interessanter wird es natürlich bei den Männern. Ne? Klar, die Bö-Brüder dabei, Sturla Holm-Lagreit, Christiansen, keine große Überraschung. Und dann war die Frage, wer kriegt diese letzten beiden Plätze? Philipp Feld-Andersen ist dabei und Sivert Bakken. Ne? Also eigentlich auch wenig überraschend, wenn man sich so die letzten Ergebnisse anguckt. Ja. Aber Johannes Dahle, der ist damit erstmal raus und im sogenannten Recruiting-Team, also im Nachrücker-Nachwuchsteam so. Ja, und den hat es echt schwer getroffen. Also ich habe einen Artikel gelesen, wo er es so durchdringen hat lassen, dass es für ihn auch so eine Situation ist wie eine Trennung, oder? Ja, klar. Also, ich meine, ist schon nicht einfach, glaube ich. Ich glaube, das kann man auch irgendwo nachvollziehen, weil das sind ja auch seine Freunde. Gerade mit Wettel Christiansen versteht er sich ja sehr gut. Sturla Holm-Lagreit ist ja sogar auch sein Nachbar, glaube ich, ne? Oder wohnen in derselben Straße oder sowas. Also die kennen sich ja auch sehr gut untereinander. Und wenn du dann wieder in so ein anderes Team musst und natürlich der Silber- und Bronzemedaillengewinner aus Pokljuka, ne? Ja. Im Massenstart und Einzel damals. Und Weltcup-Sieg hat er auch schon. Er war der zweitbeste Läufer der Saison 2021, also schon Wahnsinn, dass man den hier einfach so außen vor lässt. Es wird zwar gesagt, klar, er könnte dann vor Weihnachten wieder zurück in den Weltcup kommen, wenn es bei den anderen nicht läuft oder so. Die müssen natürlich auch liefern dann jetzt zu Beginn der Saison direkt. Aber er muss im IBU Cup natürlich dann auch erstmal abliefern. Und da sind ja auch noch andere, die da rein wollen. Klar, Alan Bjørntegaard ist natürlich auch so ein Kandidat. Der hat den IBU Cup gewonnen, trotzdem nicht im A-Team. Ja, und er ist noch nicht mal im Recruiting-Team. Also er ist komplett raus jetzt irgendwie aus dieser Kadereinteilung. Das ist und schon krass. Und das ja auch, obwohl er für Kontiolahti schon safe gesetzt ist für den Auftakt. Klar, er hat diese Wildcard, ne, diesen Extra-Startplatz. Vielleicht auch deswegen nicht im Team berücksichtigt, weil er sowieso die Chance hat, sich da zu beweisen. Ja, aber die Sache ist natürlich, wo trainiert er denn jetzt? Also er muss sich jetzt irgendwie alleine fit halten oder... angeblich kann er sich auch nicht wirklich an den Trainingslagern da anschließen, weil die Trainer wohl der Meinung sind, 6 Leute, mehr geht nicht oder sowas. Also da stelle ich mir natürlich auch die Frage, man könnte ja wohl diese 2 Leute, Johannes Dahle und Erlend Bjørntegaard, da auch noch mit ins Team mischen. Dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Konkurrenz. Und ich glaube jetzt nicht, dass 2 Leute mehr oder weniger da im Trainingslager einen großen Unterschied machen. Das verstehe ich auch nicht. Also die Argumentation, die müsste man mir wirklich mal unterbreiten, warum jetzt genau nur 6 Leute da mit sollen. Also klar, wir kennen ja die Regel, dass es im Weltcup dann eben die gewissen Startplätze gibt und da kann man natürlich dann nicht mehr Leute mitnehmen, aber so im Training, das verstehe ich auch nicht, weil es wird doch eigentlich niemandem schaden, so die beiden Plätze, wie du gerade schon sagtest, so der Mehraufwand, ist das jetzt nicht, die Jungs noch mitzunehmen, kann ich mir nicht vorstellen und eigentlich profitiert ja dann das gesamte Team davon. Ja, sehe ich genauso.
Und dann im selben Gedanken natürlich auch noch, was passiert denn jetzt über diese Sommerzeit? Also vielleicht ist ein Philipp Fjeld-Andersen überhaupt nicht mehr in Form im Winter oder ein Sievert Backen oder so. Und die anderen beiden, die ragen da irgendwie heraus. Ich meine, Johannes Dorle, der war noch nie so gut in den Sommermeisterschaften oder in den ganzen Sommerrennen, wenn wir uns da mal zurückerinnern. Aber hat im Winter dann trotzdem meistens abgeliefert. Also ich finde es dann auch fragwürdig, warum die das denn immer so früh schon entscheiden nach der Saison. Einfach aufgrund der Basis, die man gerade so hat. Und ein halbes Jahr später kann das Ganze ja wieder komplett anders aussehen. Ja, vielleicht erfahren wir auch mal einen Wechsel da, dass die irgendwie dann doch schon mal aussortieren. Ja, auf jeden Fall glaube ich auch, dass dieses Zeichen mit Erlend Bjøntegaard dann dahin geht, dass man eher auf die Jüngeren setzt. Denn klar, er ist noch nicht wirklich alt, aber auch nicht mehr einer der Jüngeren. Ja. Und bei ihm hatte ich auch noch gelesen, dass es bei ihm auch fraglich ist, ob er da die Motivation nochmal wirklich findet, weiterzumachen, ist ja auch dann langsam die Frage. Ja, es kommt mir so vor wie alte Kamellen, wie wir bei uns hier sagen. Das ist ja immer dasselbe Thema mit den Norwegern. Also das Team ist so stark und da muss man sich echt so die Juwelen rauspicken, obwohl die anderen auch total konkurrenzfähig wären im Weltcup. Ja. Das ist schon krass. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das wird eine interessante Sache, glaube ich, über den ganzen Sommer und dann bis hin zum Winter. Werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Eine Meldung, Hendrik, die war natürlich für uns auch sehr bitter, denn wir waren die letzten beiden Jahre da. Der City-Biathlon in Wiesbaden 2022, der fällt aus. Ja, leider. Als ich die Meldung gelesen habe, fand ich es auch wirklich sehr schade. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. War auch echt ein cooles Paket, so was die Leute da auf die Beine gestellt haben. Aber sie bekommen keine Verbandsgenehmigung. Ja, und der Terminkalender der Athleten, gerade auch aus Deutschland, ist anscheinend zu voll. Ja. Denn diesen Sommer gibt es ja auch in Ruhpolding die Sommer-WM 2022, die werden dann natürlich, da starten die großen Namen und von daher werden die sich überlegen, mache ich dann damit oder damit, denn beides ist wahrscheinlich zu viel in meiner Trainingsphase hier. Ja. Und im September stehen auch schon die deutschen Meisterschaften an. Ja, und da kann man schon verstehen, dass das dann zu viel ist und wenn das Event auch nicht so hochwertig besetzt werden kann, ist natürlich die Frage, lohnt sich das denn im Endeffekt dann auch? Ja, klar. Man ist da auch angewiesen auf Publikumsmagneten und wenn die dann eben nicht starten können und der Terminplan für sie einfach nicht so passt, dann ja, muss man dann auch klar sagen oder sich bewusst machen, dass es dann eben einfach keinen Sinn hat. Die haben natürlich auch noch Trainingscamps oder so zu absolvieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass tatsächlich der Kalender ordentlich vollgepackt ist. Ja, denn Wintersportler werden im Sommer gemacht, ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist einfach so. Und da muss die Basis einfach stimmen. Johannes Dinges Bø hat aber wohl schon geschrieben, er ist dann 2023 zurück, findet es schade. Aber das ist ja schon mal vielversprechend, dass dann auch wieder große Namen am Start sein werden und dass das Event dann auch wieder aufgenommen wird. Klar, und ich denke, dann sind wir auch wieder am Start. Ja, und ansonsten gab es noch die französischen Meisterschaften zum Abschluss. Sehr spät, muss ich sagen, in dieser Saison, dass die da so lange noch warten mit. Aber man muss auch sagen, es waren einige nicht am Start. Emilien Jacquelin, der hatte wohl keine Lust mehr. Caroline Colombo auch nicht am Start. Julia Simon hat wohl immer noch Probleme mit ihrem Fuß. Justine Brazers-Boucher und Anaïs Chevalier-Boucher, beide positiv getestet worden auf Covid. Ja. Und Fabien Claude auch nicht dabei. Also einige große Namen, die gefehlt haben. Und es gab hier einen Massenstart samstags, den bei den Herren aber nicht der Gesamtweltcup-Sieger gewinnt, sondern Oscar Lombardo. Der hat allerdings auch drei Fehler weniger geschossen als Fionn Mayer, der Zweiter wird und Dritter wird dann Antonin Gigonin. Ja, aber schau mal auch diesen Klassenunterschied, wie man es hier sieht. Quentin Fionn Mayer wird mit 6 Fehlern Zweiter und hat nur 16 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten, der eben 3 Fehler weniger geschossen hat. Ja, und Fionn Mayer davon 4 beim letzten Schießen alleine. Also ich weiß nicht, ob der Wind dazwischen gekommen ist, ich habe es nicht gesehen, es gab ja auch keinen Stream, aber ja. Die Nervosität kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die bei den französischen Meisterschaften da so reinkickt. Nee, glaube ich auch nicht. Aber interessant war auch, auf Instagram konnte man sehen, wie Simon Détieu sprichwörtlich sein Gewehr an den Nagel gehängt hat. Ja, nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich, ne? Also er hat wirklich das Gewehr genommen und die haben dann Pfahl hingestellt und er hat es an den Nagel gehangen. Denn es war sein letztes Rennen wohl hier. Zumindest sein letztes Einzelrennen. Ich weiß nicht, ob er noch in der Staffel dann gestartet ist. Ist hier 7. geworden mit insgesamt auch 6 Fehlern und ist auch nochmal in so einem ganz alten Retro-Anzug gelaufen. Ja, es scheint irgendwie so ein Ding zu sein unter den Biathleten. Ja, erinnert so ein bisschen an Mottowoche im Abi, wo man sich nochmal so verkleidet zum Abschluss an der letzten Woche. Ja, ja. Aber das war es hier eben nicht. Bei den Damen gewinnt Chloé Chevalier vor Lou Jean Monod und Anaïs Bescon, war ja auch ihr letztes Rennen dann hier. Ja.
Also ich denke, Anders Beskorn könnte auch noch eine Saison dranhängen, auch wenn man mal guckt, wo sie im Weltcup gelandet ist. Aber klar, irgendwann musst du eben den Schlussstrich ziehen. Genau, so wie es unser Gast getan hat. Lass uns nicht länger warten, Ron. Ich würde sagen, ab geht's zum Simon. Genau, let's go. Auf die Runde. Heute bei uns zu Gast Simon Schempf. Hi Simon, ich glaube, lange hast du nicht mehr so einen Applaus bekommen, oder? Schon ein bisschen her, ja. Ja, freut uns erstmal. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, freut uns erstmal, dass du die angenommen hast und natürlich hier bist. Ich glaube, in einem Biathlon-Podcast, da muss man dich auch nicht großartig vorstellen. Ne? Du warst Biathlet, bist jetzt noch beim DSV, bist Student und auch Buchautor jetzt. Ist das alles richtig und auch noch aktuell, was ich gesagt habe? Ja, absolut richtig. Hat sich einiges verändert, aber das stimmt alles, was du gesagt hast. Ja, perfekt. Sehr gut. Simon, echt cool, dass du heute hier bist. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Wir fangen mit dir quasi unsere neue Staffel an. Unsere Sommerserie geht jetzt hier wieder los. Aber eins ist uns eigentlich schon klar, zumindest bei neuen Gästen, so wie du einer bist, ist die erste Frage. Wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe es als Kind im Endeffekt im Fernsehen angeschaut und verfolgt, war zu der Zeit mit vielen Sportarten im Endeffekt beschäftigt. Ich habe Handball gespielt, bin selber Ski-Alpin-Rennen gefahren, habe Leichtathletik gemacht und war deswegen schon sehr sportlich unterwegs. Und wie gesagt, ich habe Biathlon im Fernsehen verfolgt und mein Papa, der war früher, als er noch in der Jugendzeit war, selbst Biathlet und deswegen war da schon irgendwo auch eine Verbindung da und das habe ich halt gewusst und dadurch habe ich mich, glaube ich, schon auch ein bisschen für Biathlon interessiert und ja, durch die Fernsehbilder beziehungsweise durch die Rennen, die ich da im Fernsehen verfolgt habe, war ich irgendwo schon auch ein Fan davon. Plötzlich habe ich aber gedacht, warum mache ich eigentlich kein Biathlon? Und es wäre doch cool, wenn ich das auch machen könnte. Und dann hat mein Vater mich mal gefragt, ob wir es nicht anfangen. Und weil er doch das Interesse halt bei mir gesehen hat oder entdeckt hat. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, lass uns beginnen. Und so ging die Reise im Endeffekt los. Ja, ist ja schon ein paar Jahre her und wenn wir auch mal jetzt in deine Karriere reinblicken und da werden wir natürlich auch hier dein Buch hinzuziehen, ne? Zieleinlauf, da haben wir ein paar Passagen rausgesucht. Es ging ja los im Weltcup bei dir 2009 im März damals in Whistler, Kanada und du warst damals 20 Jahre alt, also schon eine Zeit her, mit der Staffel auch direkt ein Podest geholt am ersten Wochenende da und das war ja auch gleichzeitig die Generalprobe für die Olympischen Spiele, die dann ein Jahr später waren. Hast du dich dann nach dem Erfolg in der Staffel schon im Olympiateam gesehen damals? Nee, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt eigentlich auch gerade bei meinem Weltcup-Start an meinem ersten Wochenende es nicht erwartet, dass ich dann in der Staffel aufgestellt werde. Aber ich habe dort ja gleich einen guten Einstieg im Endeffekt gefunden, habe gleich gute Platzierungen eingefahren. Und Frank Ulrich, der damalige Bundestrainer, hat mich dann gleich am ersten Wochenende für die Staffel nominiert. Erstmal eine große Ehre, weil es einfach unerwartet kam. Aber ich habe mich natürlich riesig gefreut und es lief auch dementsprechend gut, weil wir tatsächlich gleich auf dem Podium dann gelandet sind. Waren damals sogar, wenn ich mich recht erinnere, sogar die jüngste deutsche Staffel, die jemals am Start war. Mhm. Damals mit Daniel Böhm, Arne Pfeiffer, Michael Rösch noch und ich glaube, Epps war damals 25 und der älteste von uns. Mhm. Deswegen, ja, irgendwo sogar eine Staffel, die in die Geschichte einging für Deutschland. Ja. Und ich habe mich aber definitiv nicht schon bei Olympia ein Jahr darauf gesehen. Ja, du warst auf jeden Fall dabei, ne? Und ihr seid ja dann auch in der Staffel, wo du dann deinen Einsatz bekommen hast, noch zufällig Fünfter geworden am Ende. Bei Olympia, genau. Genau, ja, in Vancouver dann 2010. In Vancouver, ja. Ein Jahr später. Mhm. Ja, wie man hört, bist du dann echt in so ein wirklich starkes Team auch reingerutscht und ihr wart ja auch mit der Staffel im Weltcup dann eigentlich immer schon mal auf dem Podest unterwegs gewesen. Also da hast du dich schon vielleicht an das Podest gewöhnt. Ein Jahr später, nach deinem Debüt dann eben, war dein erstes Einzelpodest fällig in Oslo, zweiter Platz in der Verfolgung. Das war dann März 2010. Damals warst du 21 Jahre alt und ja, in dem Alter muss man dann sagen, schon hast du da mitgespielt oben, genau wie Foucault, Taye Bö oder auch Arne Pfeiffer, wie du genannt hattest. Und das ist ja so ein Ding, was man heute eher weniger sieht.
Ist schon zu einer Seltenheit geworden. Warum glaubst du, ist das heute so? Oder ist es eben nicht mehr so? Ich glaube, über sowas können wir stundenlang philosophieren. Warum, wieso, weshalb. Aber ich bin nach wie vor schon auch der Meinung, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es auch heutzutage noch so funktionieren kann. Und bei mir damals war eben die Situation, dass die Mannschaft schon irgendwo in einem Umbruch war. Und wir waren damals schon ein sehr, sehr gutes Team, auch im Juniorenbereich. Hatten da wirklich sehr starke Junioren dabei und waren auch unheimlich erfolgreich bei Junioren-Weltmeisterschaften. Und es hat schon irgendwo so eine Dynamik auch sich da entwickelt in der Mannschaft. Und ja, ich weiß noch relativ gut, als ich so in den C-Kader kam, also in die Junioren-Nationalmannschaft, damals ging ich noch zur Schule, war das erste Jahr dabei und wir hatten da einen ganz tollen Trainer eigentlich, der sehr fordernd war, aber unheimlich gut, der mich wirklich auch sehr geprägt hat in meiner Karriere. Und der hat damals 2007 noch schon zu uns gesagt, er möchte auf jeden Fall uns vorbereiten für Olympia 2010 in Vancouver. Okay. Und irgendwo, ich war damals noch in der Schule, bin da gerade neu in den Juniorenkader aufgenommen worden, ich war der Jüngste, waren nur Ältere dabei und ja, für mich war das erstmal eigentlich schon relativ weit weg, aber er hat ganz klar das Ziel vorgegeben, er möchte uns vorbereiten auf die Olympischen Spiele in Vancouver. Und wir haben definitiv eine Chance, dabei zu sein, wenn wir fleißig sind, wenn wir hart an uns arbeiten. Er hat es halt tatsächlich geschafft, dass 4 Leute aus dem Team ein Jahr früher sogar in Vancouver dabei waren, im Weltcup. Und ja, deswegen, wir waren stark aufgestellt, hatten ein unheimlich hohes Niveau und haben dann auch relativ gut den Übergang vom Juniorenbereich in den Herrenbereich geschafft und waren ja schon auch gut unterwegs, als wir dann in den Weltcup gestartet sind. Ja, ich finde das immer so verrückt, wenn man an die Zeiten denkt. Ihr habt ja wirklich so die Laufzeiten auch schon mitbestimmt damals in dem jungen Alter. Und wenn man heute mal guckt, so ein 21-Jähriger oder 22-Jähriger, die jetzt bei der JWM da unterwegs sind, die würden wahrscheinlich läuferig schon baden gehen im Weltcup, ne? Alle. Gut, jetzt beim letzten Weltcup in Oslo war ja schon ein Junior aus Norwegen dabei, der mir schon sehr gut gefallen hat und auch durchaus schon echt eine gute Laufzeit gezeigt hat, technisch gut unterwegs war und hat mich schon auch durchaus beeindruckt und habe ich schon gedacht, wow, er ist schon auch weit für sein Alter schon und ja, ich bin mal gespannt, wie er sich weiterentwickeln wird. Ja, das stimmt. Hast du auf jeden Fall recht. Aber du hast auch in deinem Buch geschrieben, du warst früher, wenn du in eine neue Gruppe kamst, bei den Älteren auch gerade so zurückhaltend eher und hast denen so mehr Respekt gezollt. Und als du dann einer der Älteren warst, war das nicht mehr so, ne? Dann gab es Sachen wie Unpünktlichkeit oder so in deiner Trainingsgruppe. War das dann wirklich so ein allgemeines Problem oder eher so Einzelfälle vielleicht auch? Sicherlich kann man da nicht jeden über einen Kamm oder alle über einen Kamm scheren. Sind schon durchaus Einzelfälle, aber ja, ich habe es immer mit so meiner Zeit verglichen, als ich neu in eine Gruppe kam oder auch dann in den Herrenbereich, wo schon durchaus auch eine Hierarchie, aber eine gesunde Hierarchie da war und man sich als Junger schon erstmal einordnen musste und schon auch erstmal sich an Regeln halten musste, um auch integriert zu werden. Und sowas finde ich aber, wenn sich in einem Rahmen bewegt, eigentlich auch nicht so verkehrt, weil es gehört einfach dazu. Ich komme neu in ein Team. Es sind ältere Sportler dabei, wesentlich erfolgreichere Sportler dabei. Und da gilt es auch erstmal, sich selbst irgendwo zu etablieren und auch sich dementsprechend zu verhalten, um auch von denen dann den gesunden Respekt irgendwo auch erwarten zu können. Und deswegen für mich war das damals, als ich dann einfach neu in so eine Gruppe dazu kam, immens wichtig, dass ich mich an Regeln halte, dass ich zuallererst erstmal pünktlich überhaupt bin und dann mir durch gute Leistungen, durch gute Wettkampfergebnisse, aber auch durch gute Trainingsergebnisse irgendwo schon auch mal so ein Standing mir erarbeitet, dass ich von denen schon durchaus erstmal ernst genommen werde. Simon, mach mal einen Sprung in den Januar 2014 nach Antols, wie sich hinterher herausstellte,
zu deinem Ort. Der erste Weltcupsieg ist sicherlich immer was Besonderes bei dir. Gab es aber auch noch eine andere Besonderheit, denn da warst du nicht alleine auf dem Podest, beziehungsweise da warst du nicht alleine auf dem ersten Platz, sondern zusammen mit Lukas Hofer im Sprint. Wie hast du es damals wahrgenommen, so einen geteilten Sieg? Erstmal habe ich mich unheimlich gefreut, dass es zu meinem ersten Weltcupsieg überhaupt gereicht hat. Als ich über die Ziellinie lief, hatte ich noch 0, Sekunden Vorsprung. Lukas oder Luki war ja damals schon im Ziel und dann kam keiner mehr, der schneller war als wir. Und dann wusste ich, dass es erstmal zu meinem Weltcupsieg gereicht hat. Die Freude war natürlich riesengroß und ich weiß es nicht mehr genau wann, wie lange es gedauert hat nach dem Wettkampf, bis es dann irgendwo mal zu kleinen Besprechungen kam und plötzlich, ja, war auf dem ersten Platz, sind zwei Namen gestanden und dann, ich wusste auch erstmal nicht so richtig, warum, wieso, weshalb, wurde mir dann irgendwann erzählt, bei der Pressekonferenz auch. Und ja, für mich war das eigentlich nicht so wild, weil Hauptsache ich habe einfach gewonnen. Ich glaube, es wäre für mich natürlich wesentlich schlimmer gewesen, wenn ich erst mich unheimlich gefreut hätte über meinen ersten Weltcup-Sieg, weil ein Sieg ist einfach was anderes als Platz 2, 3, 4, 5. Und das ist halt einfach was, wo jeder Sportler, jeder Biathlet mal erleben möchte, aber die wenigsten dorthin kommen. Und für mich war das durchaus mal ein Ziel, auch Weltcups zu gewinnen. Und da habe ich es dann zum ersten Mal geschafft. Und wenn es dann so gewesen wäre, dass er plötzlich 0,5 Sekunden vor mir gewesen wäre und ich mich davor aber eigentlich über einen Sieg schon gefreut hätte, das wäre natürlich richtig bitter gewesen. Mhm. Aber so waren wir zeitgleich und ja, für uns beide war das ein Riesenerlebnis und wir beide haben uns auf jeden Fall immens darüber gefreut. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber im nächsten Rennen, in dem Verfolger, war dann der erste Platz nur dir. Ne? Da hast du es dann geschafft, alleine ganz oben zu stehen. War dann hier sicher ein anderes Gefühl als im Sprint noch? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man dann den ersten Weltcup-Sieg einfährt in dem Sprint und tags darauf dann in der Verfolgung gleich eigentlich nochmal einen draufsetzen kann und sich gleich den zweiten Weltcup-Sieg sichern kann, ist erstmal was ganz Tolles, denn gerade so ein Double zu schaffen, ist überhaupt nicht einfach und das gelingt auch nicht allzu viele, beim Sprint abzuliefern und dann aber gleich einen Tag darauf bei der Verfolgung auch nochmal dementsprechend die Leistung zeigen zu können. Und natürlich, dann kommt noch dazu, wenn man da einfach als Erster über die Ziellinie läuft, wie beim Verfolgungswettkampf oder beim Massenstartwettkampf, das ist halt nochmal schon was Cooles, weil du weißt, okay, ich habe das Rennen gewonnen. Da gibt es keine Warterei oder sonst irgendwas, wie beispielsweise in einem Einzelwettkampf oder bei einem Sprintwettkampf, sondern da ist es einfach sicher, dass du gewonnen hast und das ist schon auch nochmal ein sehr schönes Erlebnis. Und ich würde ja auch sagen, mit so einem Sieg oder dann zwei hintereinander bist du ja auch spätestens dann in der Weltspitze angekommen. Aber weißt du noch, ab wann du dann selbst so gedacht hast, jetzt gehöre ich hier auch zu den Weltbesten im Biathlon wirklich? Ja, eigentlich schon, gerade in der Saison, weil die Saison war schon relativ konstant und in Antholz oder nach Antholz, nach dem dritten Weltcup-Wochenende im Januar, standen dann ja die Olympischen Spiele in Sochi an. Und nach Antholz war ich dann auch schon Dritter im Gesamtweltcup. Und wenn man so weit vorkommt, dann ist es schon so, dass man zu den Weltbesten einfach gehört. Und da war es mir dann schon klar, wenn jetzt in Sochi alles aufgeht, dann können es auch durchaus zu einer Einzelmedaille reichen. Und zwar zu einer Einzelmedaille, die man aus eigener Kraft eigentlich erreichen kann. Und das ist ja schon nochmal was anderes, wie wenn man zu Weltmeisterschaften fährt oder zu Olympischen Spielen und meint, okay, es kann gut gehen, aber andere müssen irgendwo vielleicht auch mit in die Karten spielen. Und da war es dann schon so, dass ich in einer Position war, wo ich wusste, okay, wenn wirklich bei mir alles zusammenläuft, kann es durchaus möglich sein, aus eigener Kraft eine Medaille zu gewinnen. Ja, und ich glaube, ich habe es jetzt gerade nicht hier aufgeschrieben, aber Sochi, da hast du ziemlich gut geschossen, aber dann kam es nicht zu einer Medaille. 10 Treffer im Sprint, kann das sein? Und ja, du warst aber läuferisch hinten dran, glaube ich, in Erinnerung. Ja. Ich hatte einfach auch nicht dementsprechende Beine in dem Sprintwettkampf und mannschaftlich hatten wir auch kein so ein gutes Ergebnis. Ich
hatte 10 Treffer, was eigentlich erstmal sehr, sehr gut ist, aber ich war eigentlich nur 15. Im Endklassement. Zweieinhalb Wochen zuvor hatte ich auch 0 Fehler und habe eigentlich das Rennen gewonnen. Und deswegen, es war dann schon erstmal ein bisschen ein enttäuschender Start, aber dennoch war es schon mal keine so eine schlechte Ausgangsposition für die Verfolgung. Aber doch, wenn man mit 10 Treffern durchkommt, erwartet man eigentlich dann schon eine bessere Platzierung. Ja, kann ich mir vorstellen, gerade nach den beiden Siegen. Aber dann sehe ich ja auch hier im Verfolger auch wieder 95% Trefferquote, heißt ein Fehler, im Einzel ja genauso. Aber war das dann vielleicht auch einfach die Strecke oder einfach auch dann in der Vorbereitung irgendwas schief gelaufen? Ja, also für mich war jetzt Sochi rein läuferisch gesehen jetzt nicht gerade, waren nicht so meine Glanztage. In der Verfolgung wäre es eigentlich durchaus noch möglich gewesen, dass ich aufs Podium laufen konnte, habe aber dann tatsächlich den allerletzten Schuss daneben geschossen und bin somit Sechster geworden. Wenn das auch noch ein Treffer gewesen wäre, hätte es sicherlich aufs Podium gereicht. Deswegen, da war es sehr, sehr knapp. Da habe ich mich auch unheimlich drüber geärgert, weil eigentlich der Stand mir eher entgegenkam. Ich auch immer auch im Training und auch in den Wettkämpfen eigentlich ein gutes Gefühl hatte und auch eigentlich sicher gestanden bin. Und gerade in der Saison hatte ich gerade im Stehenschießen meine beste Saison in meiner ganzen Karriere. Da hatte ich eine sehr hohe Trefferleistung. Und dann habe ich ja 19 Treffer gehabt und habe den letzten vorbeigesammelt und habe somit eigentlich so die Medaille auch aus der Hand gegeben. Da war ich schon sehr, sehr angefressen. Das hing mir länger nach. Aber dennoch war jetzt Sochi rein läuferisch gesehen für mich jetzt nicht gerade ideal. Ja, ich sehe es auch gerade. 92% stehend, also das ist schon Wahnsinn in den Einzelrennen. Das schaffen die wenigsten auch heute. Das ist schon wirklich stark. Aber danach kam ja auch eine gute Saison von dir, ne? 2014-15, da warst du sogar vor den letzten 3 Stationen auf 6 Punkte an Martin Foucault rangekommen. Und du hattest so einen richtigen Lauf ja da im Januar, Anfang Februar. Hattest du da vielleicht auch schon die große Kristallkugel zu Hause im Regal stehen sehen? Ja, das noch nicht. Also ich wusste durchaus noch, dass es ein langer Weg sein wird. Aber ja, ich war vor dem letzten Drittel auf 6 Punkte bei Martin, wie du gerade gesagt hast, dran am gelben Trikot, was für mich schon eine ganz tolle Saison bis dahin war. War dann aber eigentlich dann zu den Weltmeisterschaften schon durchaus in sehr, sehr guter Form. In Kontiolahti war das damals. Ja. Und ich hatte ja in meiner Karriere schon des Öfteren relativ starke Probleme, wenn es sehr windig war beim Schießen. Ja. Und ich bin da hingefahren, war auch im roten Trikot als Punktbester in der Sprintwertung. Und ja, dann, wie es der Teufel so möchte, war es dann unheimlich windig an dem Tag. Und ich habe 7 Fehler, glaube ich, geschossen, wenn ich es noch richtig weiß. Und habe es nicht mal in den Verfolgungswettkampf geschafft. Und das ist natürlich dann, wenn du irgendwo schon ums gelbe Trikot läufst und einen Gegner hast wie Martin Foucault, der halt immer vorne irgendwo ankommt, ist natürlich sehr deprimierend, weil du weißt, okay, in der Verfolgung hole ich genauso keine Punkte. Mhm. Und dann katapultiert es dich natürlich gleich mal relativ weit nach hinten und man vergrößert den Rückstand von 6 Punkte auf, ich weiß nicht mehr genau, aber ging wahrscheinlich dann Richtung 80 oder noch mehr Punkte, wo man dann plötzlich Rückstand hat. Und eigentlich löst sich da so alles ja in Luft auf, wo du weißt, okay, wenn er jetzt nicht noch richtig krank wird und viele Rennen verpassen wird, dann ist das eigentlich gelaufen. Und deswegen ist schon, ja, das war ein hartes Rennen, weil ich schon einfach im roten Trikot gestartet bin und dann aber nicht mal den Verfolgungswettkampf gesehen habe. Es war hart, das war hart. Ja, 7 Fehler ist schon ja. Aber schon wie gesagt, ordentlich. Ich habe da bis dahin noch nicht mich irgendwie mit der Kugel gesehen, sondern wusste, okay, ich gehe an den Start und ich muss einfach immer vorne ankommen, denn sonst hast du einfach keine Chance, gegen Martin zu bestehen. Deswegen wusste ich schon, dass es noch ein langer Weg wird und dass ich eigentlich kein Rennen irgendwo versemmeln darf. Und das war schon so im Nachhinein auch
vom Kopf her eine unheimlich hohe Belastung. Wenn du wirklich ganz vorne mitrennst, muss ich sagen, ist die Belastung für den Kopf, für den ganzen mentalen Bereich eigentlich wesentlich höher, weil du einfach dir bewusst bist, dass du immer liefern musst. Wochenende für Wochenende. Mhm. Und das ist eigentlich dann so im Nachgang, also nach einer Saison, bist du eigentlich mental mehr kaputt als sogar körperlich. Und dann war das auch vorbei für dich, das Thema nach diesem Sprint? Ja, wie gesagt, für mich war es dann schon eher so, dass ich wusste, wenn jetzt nichts Großartiges mehr bei ihm passiert, dass er nicht durch irgendwas Rennen verpasst oder dann mal wirklich eine ganz, ganz schlechte Phase bekommt, was er einfach in den Jahren überhaupt nie hatte, dann wird es ganz, ganz schwer. Ja, das war mir eigentlich schon relativ klar, dass wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, dass es wahrscheinlich rum ist. Ja, und ich glaube, du bist dann zum Ende hin wieder krank geworden in Chanti, ne? Ja, da war es auch eine ganz lustige Geschichte bei der Weltmeisterschaft in Kontulati. Da sind wir von dort gleich mit einem Charterflug eigentlich nach Chanty-Mansijsk weitergeflogen. Chanty-Mansijsk war dann das letzte Weltcup-Wochenende. Ja. Es war in Kontulati so, dass ich eine Tasche unserem sportlichen Leiter mitgegeben habe mit meiner ganzen Dreckwäsche drin, dass ich nur noch mit einer Tasche weiterreise. Er ist da nach Kontulati wieder nach Deutschland mit dem Auto gefahren und ich habe gedacht, ich bin so schlau und gebe ihm gleich die Dreckwäsche mit, dass ich weniger Gepäck habe. Und habe aber nicht bedacht, dass in dieser Tasche mein Reisepass drin ist. Und am Flughafen, als wir zum Flughafen gefahren sind, wollte ich meinen Reisepass aus meinem Rucksack rausholen und dann ist mir erstmal aufgefallen, Mist, wo ist der? Und dann, irgendwann habe ich gewusst, okay, er ist tatsächlich in der Tasche, die auf dem Weg nach Deutschland ist. Und ja, wie man auch weiß, ohne Reisepass, ohne Visum ist nach Russland fliegen einfach nicht möglich. Mhm. Und somit konnte ich nicht in den Flieger mit einsteigen. Und es war dann so, dass ich zurückgeflogen bin, dann nach Deutschland, war eine halbe Odyssee und bin dann, ich weiß nicht mehr genau wann, aber einige Zeit später in Berlin irgendwann angekommen, habe da dann auf den sportlichen Leiter gewartet, bis er mir dann die Tasche bringt mit meinem Reisepass und bin dann einen Tag später über Moskau, Chanty-Mansijsk, wieder nach Chanty geflogen und bin dann gute zwei Tage später als die anderen dort angekommen, hat dann einen Trainingstag und dann waren gleich die Wettkämpfe. Also von der Vorbereitung her nicht gerade so optimal. Mhm. Und wie der Teufel es dann da irgendwo aus wollte, bin ich dann nach dem Sprint, glaube ich, noch gleich krank geworden. Und somit habe ich auch die letzten zwei Rennen verpasst. Also eigentlich ein völlig verkorkstes Ende, wenn man so möchte. Und du schreibst auch in deinem Buch so, dass man auch gerade im Nachhinein durch Corona gemerkt hat oder auch dann eben so, dass man als Sportler ständig in so einer Gefahrenzone unterwegs war, ne? Bei den ganzen Fans oder bei den Autogrammstunden, die es dann eben vor der Zeit gab. Wie hast du dich denn dann damals auch vielleicht davor schon geschützt? Ja, davor, also ich glaube, wenn die Corona-Phase wirklich einige Jahre früher gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich besser durch so eine Wintersaison gekommen, weil ich doch durchaus einige Jahre sehr starke Probleme hatte, weil ich immer häufig krankheitsbedingte Ausfälle hatte, da Rennen nicht laufen konnte, weil ich einfach krank war. Damals war es halt einfach so, ich habe natürlich Menschenmassen, so gut es ging, irgendwo vermieden, aber alles kann man natürlich nicht vermeiden, weil man doch ja auch durchaus Verpflichtungen hat oder auch immer mit Leute dann konfrontiert ist. Aber ich habe es natürlich versucht, das meiste irgendwo zu vermeiden, aber hat nicht immer geklappt und ich hatte da wirklich schon eine Phase, wo ich ganz häufig irgendwo krank geworden bin und dann auch wirklich schon gerade auch Richtung Gesamtweltcup viel mir verbockt habe dadurch, was natürlich schon ärgerlich ist, weil irgendwo kann man dafür nichts und man muss des Öfteren dann auch einfach rennen, von der Couch zuschauen, obwohl man eigentlich
davor wirklich in Topform war, davor Rennen gewonnen hat oder häufig auf dem Podium war und dann kommt wieder so ein Mist, wo man doch auch einfach wieder viel verliert und gerade auch im Duell mit Martin beispielsweise, der einfach da wesentlich robuster war körperlich und kaum irgendwo krankheitsbedingte Ausfälle hatte, hat es mich da doch mehr oder häufiger erwischt und es war zu der Zeit für mich schon sehr frustrierend und auch richtig, es hat mich einfach auch richtig geärgert, aber ja, ich konnte irgendwie nicht mehr machen, wie ich eh schon getan hätte oder hab und ich glaube, so eine Maske hätte mir tatsächlich schon damals geholfen, aber auf sowas bin ich dann doch noch nicht gekommen. Ja, ich glaube, damals hat man auch so Leute mit Maske noch eher ausgelacht oder belächelt oder sowas. Ja, ne? Oder wenn man dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht angezogen dann damals. Naja, auf jeden Fall, du warst oft oben sehr nah dran. Ne? 2014-15 bist du Vierter im Gesamtweltcup geworden, 15-16 auch nochmal. Und du warst ja auch immer oder galtst auch häufig so als größter Konkurrent von Martin Foucault im Gesamtweltcup. Er selber hat das ja auch schon mal auf Pressekonferenzen damals gesagt. Wie bist denn du damit immer umgegangen? War das eine Drucksituation für dich oder hat dich das vielleicht sogar eher motiviert oder so? Eigentlich hat mich das schon auch motiviert und weil sowas erwartet man ja nicht von vielen und wenn man dann doch irgendwo als Konkurrent von Martin im Hinblick aufs gelbe Trikot gehandelt wird, ist es für mich, da war es für mich auch erstmal eine Ehre, weil wie gesagt, das sagt man nicht allzu häufig zu Sportlern und irgendwo hat man sich das ja auch selber erarbeitet und mich hat das auch schon eher beflügelt als irgendwo belastet. Und ich bin eigentlich schon vom Kopf her und mental ganz gut damit zurechtgekommen. Dann lass uns mal einen Sprung machen in die Saison 16-17 und zwar erstmal ans Ende, denn da warst du ja in Oslo noch unterwegs im letzten Massenstart in Rot. Und Martin Foucault, dir natürlich im Nacken, wer sonst, ne? Und er gewinnt das Rennen. Und da gab es ja die Situation, dass er vergessen hatte, seine Magazine aufzufüllen. Und Siegfried Mazé wirft ihm am Schießstand die Magazine zu. Und eigentlich hätte er ja disqualifiziert werden müssen. Das heißt, die Kugel wäre dann dir gewesen. Du hast ihm aber damals den Sieg dann überlassen, oder? Ja, man hätte wahrscheinlich schon auch durchaus Protest einlegen können. Aber die Chancen waren sehr gering, dass man damit durchkommt. Und aber das war auch mal wieder so eine Situation, weil ich davor 2 Wochen wieder erkältet war, nicht an den Wettkämpfen teilgenommen habe und dann nach Oslo gereist bin mit 2 Tage Training. Und ich wusste, ich war schon noch relativ weit vorne im Gesamtweltcup, wie um den Platz 5 rum, aber habe halt auch einfach wieder davor, ja, einfach wieder durch die Erkältung mir bessere Platzierungen dort auch wieder verbaut gehabt und bin dann halt in Oslo gewesen und wusste natürlich, dass meine Form auch nicht dementsprechend sein kann, dass ich ihm irgendwie Paroli bieten konnte, face to face irgendwo, sondern irgendwo war es für mich halt die Hoffnung, ich kriege ein gutes Rennen hin und er kommt halt auch nicht ganz vorne dann an. Dann habe ich eine Chance, aber ich wusste schon, meine Leistung realistisch einzuschätzen, dass ich das aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht gewinnen kann, das Duell um die Kugel. Und es war halt wirklich wieder so, das war eine Meisterleistung von Martin, der vergessen hatte, seine Magazine aufzufüllen vor dem Wettkampf und hat es dann gemerkt am ersten Schießen. Sigi hat dann ihm die Magazine vorgeworfen, er hat es gefangen und dann erstmal seine Magazine, glaube ich, in seine Magazinhalterung reingesteckt und ein Magazin zum Schießen hergenommen. Und selbst mit sowas hat er halt einfach wieder das Rennen gewonnen. Mhm. Und irgendwo finde ich, habe ich riesen Respekt vor sowas, wenn man dann sogar noch so eine Leistung zeigt, obwohl man nicht aufmunitioniert hat und dann trotzdem das Feld irgendwie wieder zerstört und das Rennen gewinnt, dann würde es mir, glaube ich, schon auch irgendwie wehtun, wenn du dann sagst, hey, ja, egal, ob der gewonnen hat oder nicht, aber er hat halt was gemacht, was vielleicht verboten sein könnte und hey, gib mir die Kugel her. Klar, wahrscheinlich 2 Wochen später ist kein mehr interessiert, wie das zustande kommen wäre, aber irgendwie steckt da ein bisschen mehr
mehr Sportherz und Leistungsherz so in meinem Körper, wo ich glaube ich da schon so einen Beigeschmack hätte. Aber ja, natürlich war ich schon auch durchaus enttäuscht. Ja. Aber so eine, sag ich mal, eine halbe Stunde, Stunde nach dem Wettkampf habe ich dann schon auch irgendwie mich so wieder einigermaßen gefangen und habe gedacht, ja, irgendwie hätte es schon so einen Beigeschmack, wenn wir jetzt da voll auf die Barrikaden gegangen wären, haben gesagt, er kann nicht gewertet werden, er muss disqualifiziert werden. Ja, ich hätte da ein bisschen ein Problem damit. Aber ich meine, es ist ja nicht nur die Kugel an sich oder der Sieg, sondern ja auch 10.000 Euro heute zumindest. Ne? Ich weiß nicht, wie es damals war, aber es ist ja viel Geld auch. Ja, definitiv. Oder hast du was abbekommen von ihm? Nein. Und man muss natürlich sagen, für ihn war das die, keine Ahnung, 25. Ja. Kugel. Für mich wäre es halt die erste Kugel gewesen. Ja. Also ihm hätte es nicht allzu weh getan, wenn er vielleicht das mal nicht gewonnen hätte. Aber dann wäre es, glaube ich, für mich schon schöner gewesen, wenn es halt einfach auf dem sportlichen Weg passiert wäre. Ja. Und ja, im Endeffekt war ich halt eher mehr wieder darüber enttäuscht oder es hat halt mich eher mehr aufgeregt, dass ich halt einfach nicht in der Verfassung war, dass ich da eine realistische Chance gehabt hätte, gerade durch den krankheitsbedingten Ausfall davor, und das hat mich eigentlich dann wieder wesentlich mehr gestört. Dass einfach sowas wie mir wieder komplett die Saison irgendwie ja verschlechtert hat. Dadurch wieder irgendwie unverschuldet und sehr ärgerlich. Ja. Simon, du hast es eben schon durchdringen lassen, die mentale Komponente, der Aspekt im Kopf, so das hat dich auch begleitet. Ab 2016 hast du dann mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet und hast da dann eben auch schon erzählt, dass so das Psychische sehr ermüdend für dich war, eben einfach ein Top-Athlet zu sein. Kann man denn dann auch sagen, dass es einfacher ist, ein mittelmäßiger Biathlet zu sein, als wirklich ein Spitzenathlet? Vom Kopf her glaube ich schon, ja. Mhm. Aber ich hatte dann auch erst den Vergleich, als ich dann wirklich auch irgendwo um den Gesamtweltcup mitgelaufen bin oder da mich sehr weit vorne platzieren konnte. Und da ist mir einfach durchaus bewusst worden, was das für eine mentale Belastung ist, ja. Wenn du einfach wirklich jedes Wochenende liefern musst, weil du einfach auch das Ziel hast, im Gesamtweltcup ganz weit nach vorne zu kommen. Gerade zur damaligen Zeit gegen Martin, der das einfach beispiellos irgendwo gemacht hat, wirklich immer, immer zu liefern. Und das war schon mental unheimlich anstrengend. Und es war für mich damals so, dass ich wusste, okay, ich kann mich jetzt körperlich nicht mehr so stark weiterentwickeln. Ich bin wahrscheinlich nahe an meinem Optimum, was die körperliche Verfassung angeht. Aber ich möchte auf jeden Fall so professionell sein, dass ich wirklich mich in jedem Bereich, der zum professionellen Sportlerleben dazugehört, dass ich mich dort auskenne. Und ich habe zuvor schon die Jahre zuvor einige Bücher über mentales Training, über die mentale Arbeit als Spitzensportler gelesen und habe mich da schon weitergebildet. Aber ich wollte mir einfach professionelle Hilfe noch besorgen von jemandem, wo ich weiß, der hat absolut Ahnung. Für mich war es auch so, dass ich halt nach meiner Karriere mir niemals vorwerfen möchte, dass ich in meiner Karriere irgendwas ausgelassen hätte, was zur Professionalität dazugehört, weil das wäre halt schade drum. Mhm. Und für mich war das noch so ein Punkt, wo ich sage, okay, da kann ich nochmal ansetzen, um vielleicht in der einen oder anderen Situation noch besser zu werden. Ich habe mich dann für Thomas Baschab dann entschieden. Ich kannte ihn schon ein paar Jahre und er hat auch beispielsweise mit meinem Zimmerkollegen über viele Jahre mit Andi Birnbacher zusammengearbeitet. Damals war es halt so, dass er gesagt hat, okay, er möchte nur einen Sportler in der Sportart haben. Was mir schon auch durchaus gefallen hat, weil das ist dann schon auch eine Vertrauensperson. Ja. Und im Biathlon ist ganz viel eigene Arbeit dabei, wenn du richtig gut sein möchtest. Da investierst du enorm viel Zeit, machst dir unheimlich viel Gedanken, fliegst wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal auf die Schnauze, was halt dann auch dazugehört, was Lerneffekte sind, aber was halt wesentlich viel Zeit oder wesentlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen war es für mich schon so eine Vertrauensperson, wo ich schon irgendwie Probleme gehabt hätte, wenn es vielleicht auch dann
einfach offen bei andere weitergegeben werden würde. Und damals hatte er halt so gesagt, okay, er möchte nur einen Sportler in der Sportart. Und dann hat der Andi aufgehört und ich war dann an dem Punkt, dass ich mich da auch weiterentwickeln wollte. Und dann haben wir uns mal getroffen und haben halt geschaut, hey, passt es überhaupt so zwischen uns? Und es hat dann gepasst, sehr gut sogar. Als Laie denkt man immer, wenn man einen Mentaltrainer hat und dort arbeitet, geht's vorwiegend eigentlich darum, negative Erlebnisse zu verkraften, zu verarbeiten und so weiter. Und eigentlich in unserer Arbeit war das fast nie der Fall. Das hat eigentlich ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil unserer Zusammenarbeit ausgemacht. Der Großteil ist eigentlich wirklich nur das gewesen, möglichst 100% aus deiner Leistung an dem Tag rauszuholen. Nicht 98, 99, sondern einfach die 100%. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel in jedem Wettkampf, dass du deine maximale Leistung bringen kannst. Weil das ist das Mögliche, was du machen kannst. Das war eigentlich die Hauptarbeit bei uns, dass man wirklich versucht, aus jeder Situation die 100% halt rauszubekommen. Aber das hat dir ja dann, glaube ich, auch bei der WM 2017 in Hochfilzen geholfen, ne? Dieser mentale Aspekt, auch als du Massenstart-Weltmeister wurdest. War das für dich auch der persönlich größte Erfolg in deiner Karriere, Simon? Ja, glaube ich schon. Zumal mir da eigentlich so die Vorgeschichte ziemlich viel bedeutet, da ich doch viele Jahre im Gesamtweltcup ganz vorne mitgekämpft habe und eigentlich immer dann leer ausging bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen in einem Einzelwettkampf. Da kam natürlich immer auch von den Medien unheimlich viele Fragen auf mich zu. Warum hat es dann heute wieder nicht gereicht und wann kommt endlich die Medaille? Ist er überhaupt fähig, eine Medaille zu gewinnen? Und so weiter. Und irgendwann belastet es schon einen sehr. Und man hat natürlich auch das eigene Verlangen und das eigene Ziel, dass man dann schon sich auch mal beweisen möchte, ich kann auch eine Einzelmedaille gewinnen bei einem Großereignis. Und ich habe schon über 10 Weltcupsiege eingefahren in Einzelrennen, Einzelwettkämpfen und war schon über 20 Mal auf dem Podium, aber noch nie bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und irgendwo nagt es natürlich auch an einem selber. Und das war dann halt einfach so ein Befreiungsschlag an dem Tag, wo wirklich einfach wieder alles mal aufging. Und dann natürlich in einem Massenstart irgendwo schon auch die Königsdisziplin im Biathlon. Und das ist dann eigentlich schon fast bei einer Heim-WM, weil Hochfilzen ja wirklich auch nicht allzu weit von Ruppolding entfernt liegt, bei strahlenblauem Himmel. Unheimlich viele deutsche Fans waren im Stadion, die Stimmung, die war gigantisch und dass man dann schon auch mit einem gewissen Abstand vor dem Zweit- und Drittplatzierten über die Ziellinie laufen kann, dann irgendwo schon auch den Zieleinlauf genießen kann, dann, dass es gleich zu einer Goldmedaille gereicht hat, war für mich ein großer Befreiungsschlag und auch mit der Vorgeschichte schon mein größter Erfolg, ja. Würdest du auch sagen, das war dein bestes Rennen? Ich meine, du hast immerhin 20 Treffer gesetzt hier. Also mein bestes Rennen habe ich mir ja schon öfters Gedanken gemacht, wo ich über meine Karriere so nachgedacht habe, was war wirklich mein bestes Rennen? Und ich glaube, dass mein bestes Rennen in Pokljuka war, ein Sprintwettkampf. Ja. 2015 wahrscheinlich war das. 2015 oder 2016, wo ich mich, glaube ich, am besten bewegt habe und es wahrscheinlich mein bester Wettkampf war. Was zum Beispiel mal aussagen muss, dass auch einer meiner besten Wettkämpfe in Hanty-Mansijsk war, in einem Sprintwettkampf, wo ich auch 0-0 geschossen habe und die schnellste Laufzeit hatte, aber Zweiter wurde. Das zählt eigentlich schon auch zu einem meiner besten Rennen, die ich gezeigt habe, aber einer war halt noch besser. Es war ganz knapp, aber er hat ein bisschen schneller geschossen. Ja. Und war dann vor mir im Ziel, aber man denkt immer, okay, wenn man Erster wird, müssen es immer die besten Rennen sein, aber es kann auch durchaus sein, dass man mal Zweiter wird oder Dritter und andere waren einfach noch besser, aber man hat eigentlich so selber das Gefühl, dass es vielleicht doch auch eins meiner besten Rennen war und das in Hanty, obwohl ich nicht gewonnen habe und viele Rennen im Einzel gewonnen habe, aber da habe ich nicht gewonnen, aber das zählt
sicherlich auch zu einem meiner besten Rennen. Ich finde es immer komisch, dass man da einen Sprint auch nennt, wenn man ja in einem Viermal-Schießen-Rennen auch schon mal 20 Treffer gesetzt hat. Weil so ein Sprint, du hast nur zweimal die Chance, so zu glänzen am Schießstand und ansonsten halt nur drei Runden. Klar, ist eine längere Runde so als jetzt in einem Verfolger oder sowas. Aber trotzdem doch komisch, dass man da einen Sprint nennt, finde ich. Sprintwettkampf finde ich auch eigentlich am schwierigsten zu gewinnen. Ja. Weil da gibt es keine Taktik. Da kann man sich nirgends irgendwo auch mal im Feld vielleicht ein bisschen verstecken, sondern da läuft die Uhr von Anfang an und es geht wirklich nur um deine eigene Leistung. Du läufst fast von Anfang an Vollgas und da du nur zweimal schießt, gibt es wahrscheinlich häufiger Personen, die mit 100% Trefferleistung durchkommen, als bei einem Verfolgungswettkampf oder Massenstartwettkampf. Und dadurch geht es eigentlich noch enger zur Sache. Und deswegen, ich finde, rein von der Leistung finde ich es schwieriger, einen Sprintwettkampf zu gewinnen, als einen Wettkampf, wo viermal geschossen wird. Ja klar, macht Sinn, auf jeden Fall, hast du recht. So habe ich es eigentlich noch nie betrachtet bisher, aber ist was dran. Pyeongchang 2018, der Massenstarter. Du gehst zusammen mit Martin Foucault auf die letzte Runde. Ich glaube, jeder kennt es noch, ne? Und das Bild kennt auch jeder. Aber am Ende hat er den dicken Zeh vor dir im Ziel. Hättest du jetzt hier rückblickend irgendwas anders gemacht in dem Rennen, wo du sagst, ah, da hätte ich doch hier oder das nochmal machen können, dann hätte ich vielleicht doch gewonnen oder so? Vielleicht wäre es möglich gewesen, dass ich noch mehr in die Abfahrt oben reingeschoben hätte, als ich ohnehin schon gemacht habe und ich irgendwie gehofft hätte, dass ich vielleicht durch den Windschatten dann so einen Geschwindigkeitsüberschuss habe, dass ich gleich neben ihm bin. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit gewesen. Nur ich hatte noch im Hinterkopf Hochfilzen. 2 Monate zuvor sind wir auch zusammen auf die Zielgerade gekommen und ich wollte eigentlich die ganz rechte Spur nehmen und ihm und Martin hat dann plötzlich auch entschieden, dass er die ganz rechte nimmt. Er war vor mir, hat dann auch durchaus die Wahl gehabt und dann sind wir uns ganz schön in die Quere gekommen und das hatte ich noch im Hinterkopf. Deshalb habe ich gedacht, ich warte ein bisschen und möchte nicht gleich den Geschwindigkeitsüberschuss haben. Nicht, dass sowas wieder passiert und ich verliere wieder Schwung und habe dann vielleicht auch wieder keine Chance, sondern ich warte ein bisschen, aber ich hatte dann doch durch die Abfahrt aufgeholt und hatte eigentlich keine andere Chance, wie an ihm schon links vorbeizugehen, aber halt einfach nicht mit dem Geschwindigkeitsüberschuss, dass er schon noch in der Lage war, dass er reagieren konnte. Und da war es auch so, ich habe es mir schon tatsächlich sogar im Fernsehen angeschaut, den Wettkampf, und da war die Kameraeinstellung eigentlich so, dass die von der Seite drauf war und da sieht man das nicht so ganz. Wenn die jetzt von vorne, von der Ziellinie drauf gewesen wäre, würde man es wahrscheinlich ein bisschen besser erkennen, dass ich erst nach links bin und habe dann gemerkt, okay, er entscheidet sich dann auch für die linke Seite oder für den linken Korridor und musste dann nochmal ganz nach rechts ausweichen oder rübergehen. Und das hat mir natürlich schon Schwung gekostet, was wahrscheinlich dann auch der Unterschied war. Aber ich habe da jetzt nicht jede Nacht Albträume. Natürlich wäre es schön, dort dann Olympiasieger zu werden. Aber ja, er war halt einfach auch wieder besser. Er hat den Sprint gewonnen. Man kann es jetzt nicht mehr ändern. Man kann jetzt nicht im Nachhinein hergehen, hätte ich es doch so und so gemacht, dann wäre es halt so ausgegangen und sich sein Leben lang da ärgern. Ich glaube, das wäre dann auch nicht gut. Nichtsdestotrotz war es ein großer Erfolg. Hätte es vielleicht anders machen können, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, so ist es meistens. Auf jeden Fall. Aber so auf der letzten Runde waren ja auch immer so die taktischen Gedanken bei dir vorhanden. Klar, ich glaube, das ist auch bei fast jedem Athleten so. So hast du dir das Feld was zurechtgelegt, hast du geschrieben und vor allem auch, dass Foucault in dem Bereich dann immer unberechenbar war. Ja, weißt du, wie das dann hier in dem Rennen war? Also hattest du da so die Ahnung, was er macht? Also an dem Tag war es so, dass Martin und ich dann als erstes vom letzten Schießen auf die letzte Runde gegangen sind. Das war dann so, dass gleich am Anfang ein relativ langer Anstieg kommt und zum Schluss der auch relativ steil wurde. Ich war mir, oder mir war schon bewusst, ich kann Martin nicht wegspringen. Also ich werde nicht die Beine haben, da müsste ich so gut sein, das ist fast unmöglich, ihm auf der letzten Runde eine Attacke zu setzen, dass er nicht mehr mitkommt.
für mich war es eigentlich klar, okay, entweder er greift an dem ersten richtig steilen Anstieg an oder es kommt zu einem Zielsprint. Und eigentlich war es auch dann genauso. Er hat es dann probiert, den ersten Anstieg gleich relativ zügig hochzulaufen und zum Schluss dann noch zu attackieren bei dem letzten langen, steilen Stück. Aber ich konnte noch ganz gut dranbleiben und ging gar keine Lücke auf. Habe mich da eigentlich noch ganz gut gefühlt. Aber für mich war es klar, wie gesagt, es wird nicht funktionieren, dass man Martin halt weglaufen kann. Ja. Und deswegen war es eigentlich so in erster Linie so bestmöglichst sich vorzubereiten auf den Schlusssprint. Mhm. Und das habe ich dann eigentlich so mit der Taktik auch ganz gut hingekriegt. Ja. Man muss ja auch sagen, er war ja auch gerade bei den Fans oder den Medien immer so eine sehr umstrittene Person, ne? Sei es da die Interpretation seiner Jubelgesten. Aber du schreibst ja auch, dass er gerade häufig schon mal so beim letzten Schießen, wenn ihr da im Kampf Mann gegen Mann wart, noch so ein paar Tricks auf Lager hatte, ne? Dass er mal gerne beim Weglaufen, wenn du noch da standst und schießen musstest, dir mal auf die Matte gestiegen ist. Kannst du uns mal erklären, was das überhaupt bringt? Ja, es war gerade in den Jahren, wo es dann irgendwie schon auch um das gelbe Trikot ging, war das ein oder andere Mal Martin und ich zusammen beim letzten Schießen, im Verfolgungswettkampf beispielsweise. Und ich war dann des Öfteren auf Stand 1, er auf Stand 2. Wir haben dann geschossen und Martin wollte natürlich auch immer Druck ausüben, gerade beim letzten Schießen, und dann auch einfach sehr zügig geschossen. Und ich habe dann das eine oder andere Mal des Öfteren noch die letzte Patrone in meinem Lauf gehabt. Also ich habe 4 Schüsse abgegeben, als er schon fertig war, und habe dann den letzten Schuss musste ich noch machen und er war fertig. Und dann ist es so, dass er ab und an dann mit seinem linken Fuß noch auf meine Matte gestiegen ist. Und du als Athlet, du stehst da und musst dich ja völlig konzentrieren und bist daran auch darauf fokussiert, dass du möglichst deine Waffe ruhig halten kannst, dass du den letzten Schuss noch gut setzen kannst. Und das merkt man dann definitiv, dass wenn jemand noch die Matte berührt, dass man schon auch durchaus aus dem Rhythmus gebracht wird. Und das merkt man einfach. Und das waren halt so Sachen, die überhaupt nicht verboten sind. Ja. Er sich da halt wirklich, also für mich ist es eigentlich einer der schlauesten, oder also im Biathlon sicherlich der schlauste Sportler gewesen im Wettkampf. Ja. Und er hat da so viele Sachen gemacht, um unberechenbar zu sein und auch um Sportler aus ihren gewohnten Abläufen herauszubekommen, sodass man unsicherer wird. Und er wollte halt immer gewinnen, beziehungsweise einfach aus Duellen der Beste sein, und hat da immer Sachen angewendet, womit er andere aus dem Rhythmus bringt. Und ja, es waren Sachen, wo viele wahrscheinlich überhaupt nicht drauf gekommen wären. Selbst da war er irgendwo führend und halt einfach jemand, den man dann nicht einschätzen konnte. Und das macht ihn dann halt auch einfach zu dem, der dann irgendwo schon auch dort der Beste ist. Ja. Ja. Aber im ersten Moment denkt man da ja auch so, ha, vielleicht ist das auch schon ein bisschen unverschämt von ihm, oder? Ja, aber sowas steht nirgends in den Regularien. Und wie gesagt, irgendwo ist es halt auch mega schlau, dass du auf sowas kommst. Im Endeffekt schon, ja. Ja, ich meine, er hat auch mal sehr laut geatmet, muss man sagen, am Schießstand, gerade beim Stehenschießen, ne? Und ich glaube, du warst auch dabei. Und Schipulin, als er da, war das Hochfilzen oder wo er da einmal kurz vorm Schießstand noch abbiegen wollte? Ja, das war, wer war das? War Schipulin, Jakob Fack oder Taya Bö war, glaube ich, da noch dabei. Ja. Aber waren wir zu dritt, glaube ich. Ja. Einer von den dreien war da noch dabei, ja. Genau. Aber das war so eine Aktion, wo eigentlich überhaupt nicht niemand beeinflusst hat. Okay. Also das, glaube ich, bleibt eher bei den Zuschauern so im Gedächtnis. Aber jetzt als Sportler war das zum Beispiel so eine Aktion, wo man eigentlich überhaupt nicht aus dem Rhythmus gekommen ist. Okay, ja. Ja, um dieses krasse Rennen dann in Pyeongchang abzuschließen. Also viele Erinnerungen hat das Rennen gebracht, aber ja auch dieses ja fast schon berühmte Foto, dieses Foto-Finish, dieses Bild,
was ja immer die Runde macht. Wie Ron auch eben schon gesagt hatte, das kennt vermutlich jeder Biathlon-Fan und wahrscheinlich ist es auch geschichtlich gesehen eines der großartigen Bilder des Sports. Wie denkst du denn heute darüber, wenn du weißt, dass diese Bilder oder dieses eine Bild mit dir und Foucault immer noch so die Runde macht? Natürlich ist es eine große Ehre, dass man schon Martin erstmal bis zur Ziellinie Paroli bieten konnte, dass man ihn bis aufs allerletzte irgendwo herausfordern konnte, dass es dann zu so einem Finish gekommen ist, wo unheimlich knapp war, wo, glaube ich, schon auch durchaus die Menschen einfach mitgerissen hat. Es ist ja schon auch durchaus eine Werbung für den Sport, und wenn man daran sich beteiligen konnte und vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten konnte, dass der Sport noch populärer wird, dass vielleicht schon auch gerade das Rennen dann auch so ein Zeichen Richtung Fair Play und Anerkennung und respektvoller Umgang geben kann, weil ja, man kämpft bis zum Schluss. Man versucht den anderen natürlich zu besiegen, wünscht ihm definitiv überhaupt nicht den Sieg, sondern nur, man wünscht nur sich selber den Sieg und möchte auf jeden Fall vor dem anderen ins Ziel kommen. Und ja, es muss im Endeffekt ein Gewinner und einen geben, der dann halt auf dem zweiten Platz steht. Und ja, aber man kämpft bis aufs Messer, bis zum Schluss, und dann ist Rennen vorbei. Man bekommt auf der Anzeigetafel dann das Ergebnis und dann gratuliert man einfach fair dem anderen, weil man einfach auch seine Leistung anerkennen kann, muss, soll, und dann auch die Rivalität wieder beiseite legen kann. Und es ist halt nicht ausgeschlossen, dass man durchaus auch Freunde sein kann, aber sich einfach im Wettkampf und auf der Strecke sich duellieren kann und dem anderen nichts Gutes wünscht im Endeffekt. Und aber das dann komplett ablegen kann, wenn das Rennen dann vorbei ist. Und wenn man dann noch ja den Drittplatzierten mit Emil Eklis-Svensson sieht, war es doch ein Podium, wo sehr namhafte Sportler dann drauf standen, und dass ich da dabei sein konnte, war für mich ja auch durchaus eine große Ehre, gerade mit Martin, der so viele Jahre den Sport dominiert hat, so viel gebracht hat für den Sport und auch den Sport wahrscheinlich auf ein anderes Level gehoben hat. Und dann Emil Eklis-Svensson, der auch einer der erfolgreichsten Sportler oder Biathleten aller Zeiten war, war für mich natürlich schon ein Ausgang, den ich nicht vergessen werde. Ja, das glaube ich dir, Simon. Aber lass uns noch über deine Leidenszeit sprechen. Das war ja dann so zum Ende deiner Karriere, beziehungsweise du schreibst ja dann auch Dezember 2017, Staffel in Hochfilzen, da warst, da hast du plötzlich deinen Rücken gemerkt, der hat zugemacht. War das so wirklich der Schlusspunkt deiner Karriere oder der Anfang vom Ende, kann man sagen, der sich auch bis zum Ende dann durchgezogen hat? Wann hast du es jetzt nochmal gesagt? Wann war es in Hochfilzen? Dezember 2017, Staffel Hochfilzen. Ja. Ja, also das war eigentlich so der Anfang von der ganzen Geschichte im Endeffekt. Danach kam ja noch Olympia in Pyeongchang, wo ja durchaus für mich sehr erfolgreich war. Ja. Da war ich so der letzte Höhepunkt meiner Karriere, leider Gottes, wo es Gott sei Dank nochmal mit dem Rücken gut funktioniert hat, aber natürlich auch meine Vorbereitung darauf jetzt nicht gerade optimal war, weil doch der Rücken so häufig so geschmerzt hat, dass ich manchmal schon auch fast den Glauben verloren habe, dass es noch zu Olympia gut ausgeht. Aber es hat dann Gott sei Dank noch funktioniert, dass ich dort eigentlich schmerzlos war. Und ja, dann nach Pyeongchang waren noch 3 Weltcup-Wochen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schlüsselerlebnis gewesen für die Jahre danach. Weil da war es wirklich dann halt wieder gerade mit dem Rücken katastrophal. Und es ist eigentlich Wettkampf für Wettkampf nur noch schlechter geworden von den Schmerzen. Und ich war am letzten Rennen eigentlich im Ziel und ich wusste, wenn jetzt wirklich noch ein Rennen kommt, ich kann nicht mehr starten. Es geht einfach nicht mehr. Also, und zuvor, du denkst halt, ja, ich ziehe es einfach noch durch. Die 3 Wochen oder 2 Wochen dann sind es nur noch 1 Woche. Ich ziehe es jetzt einfach nur noch durch. Und danach ist ja eh die Saisonpause und dann wird es schon wieder. Ja.
Und das war eigentlich so meine Einstellung. Und wie gesagt, das letzte Rennen, das war dann wirklich so weit, wo ich halt wusste, okay, es geht jetzt, selbst wenn noch ein Wettkampf kommen wird, ich kann keinen Meter mehr laufen. Und, okay. Und dann war es halt so, meine Vermutung, ich habe davor so viel physiotherapeutische Behandlungen gehabt. Ich bin auf dem Zimmer, also ich bin zum Wettkampf gegangen oder zum Training, bin heimgekommen, habe mich auf eine Heizdecke gleich gelegt. Den halben Tag, oder ich war beim Physiotherapeut wegen meinem Rücken und habe da so viel unternommen. Ärzte haben es angeschaut, untersucht, behandelt und hat eigentlich wirklich nur bei Olympia dann nochmal funktioniert, Gott sei Dank. Und danach hat es aber auch nicht mehr angeschlagen und dann habe ich für mich gedacht, okay, dann hilft jetzt nur noch Ruhe. Und dann war im Endeffekt die Pause da von 4-5 Wochen und ich habe dann wieder mit dem Training angefangen. Und es war halt tatsächlich noch schlechter irgendwo. Mhm. Und ja, das konnte ich mir dann auch nicht so richtig erklären. Und ja, aber ich wusste dann auch nicht mehr so richtig, was ich dann noch dagegen machen sollte. Dann am dritten Tag hat es mich gleich mal vom Fahrrad geschmissen, dass ich noch meine Schulter gebrochen habe. Ja. Dann stand da noch eine OP an und eine Reha und so weiter. Aber ich habe es eigentlich positiv gesehen, das mit der Schulter, weil ich gedacht habe, okay, man kann dann auch noch mehr sich um den Rücken kümmern, gerade bei Reha-Maßnahmen und so weiter. Muss vielleicht gar nicht so schlecht sein. Mhm. Aber es hat einfach nimmer so richtig angeschlagen und körperlich, ja, habe ich mich auch nimmer so wohl gefühlt. Das war tatsächlich so, muss ich mir vorstellen, in den letzten 3 Wochen danach Pyeongchang, irgendwie so ein inneres Gefühl kam da auf, dass sich jetzt so im Körper was verändert hat. Und das war nicht mehr so ein richtiges Wohlsein, gerade bei sportlicher Leistung oder gerade im Wettkampf. Und ja, wie gesagt, in der darauffolgenden Vorbereitung, das Rückenthema hat sich auch nicht abgehakt. Es hat sich auch immer ellenlang gezogen und mal ein bisschen besser, dann mal wieder schlechter. Die Schulter dagegen war super verheilt. Das war wirklich perfekt, aber das Rückenthema hat mich auch im Winter noch beschäftigt und ja, das hat sich so von einem Jahr zum anderen noch gezogen und die körperliche Situation, wo ich mehr gewusst habe, okay, jetzt fühle ich mich einfach wieder wie zuvor und ich bin auch wieder so belastungsverträglich wie zuvor, das kam halt nie wieder zurück. Mhm. Und dann waren einfach sowohl meine Trainingsleistungen, aber auch im Wettkampf die Leistungen nimmer so, wie es einfach gewohnt war. Meine Werte waren deutlich schlechter und ich konnte irgendwie machen, was ich wollte und bin aber dann nimmer hingekommen. Dann hat sich das halt das eine Jahr so entwickelt, dann das nächste nochmal und irgendwo habe ich mir dann schon auch die Frage gestellt, ja, ist das noch das, was ich möchte oder höre ich jetzt auf mit Biathlon? Und irgendwie noch innerlich schon noch den Drang gehabt, dass ich auf jeden Fall nochmal schaffen möchte, dorthin zu kommen, wo ich mal war, weil nur das mich auch wieder zufrieden stellt. Mhm. Und ich mich eigentlich noch nicht am Ende gefühlt habe und da habe ich mich nochmal dafür entschieden, nochmal eine Saison zu machen und hat immer noch die Hoffnung, dass es sich nochmal ändert. Und dann aber vergingen nochmal 2-3 Monate in der Vorbereitung und irgendwie hat sich nicht zum Positiven entwickelt und dann war für mich klar, okay, wenn sich nicht mehr ändert, dann wird es für mich ganz schnell vorbei sein, weil einfach nur dabei sein, das ist nichts für mich und das ist mir auch nicht wert, weil ich einfach mit meiner Leistung auch unzufrieden bin, mich körperlich nicht so wohl fühle und wenn meine Leistung mich nicht zufrieden stellt und ich keinen Sinn mehr sehe, dann hat es für mich auch keinen Sinn mehr, noch einfach weiterzumachen, nur darum, damit ich vielleicht irgendwie dabei bin. Und das war noch nie mein Anspruch und es wird da wahrscheinlich auch nie sein. Und dann war es für mich halt einfach so im Herbst mal so an der Zeit, wo ich gedacht habe, okay, entweder es passiert jetzt noch irgendwie ein Wunder und es wird noch besser. Ich ziehe es auf jeden Fall nur zu 100% durch bis zum Winter und dann schaue ich dann, wie es ist. Und entweder es geht auf oder es wird dann für mich einfach zu Ende sein. Mhm. Und ja, dann war es wieder mal besser, mal schlechter, aber war für mich klar, ich bin einfach nicht ich und so möchte ich auch kein Biathlet sein, der einfach nicht mehr an seine Leistung herankommt. Und dann ging es einfach schnell, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich habe alles versucht,
dass ich nochmal dorthin komme. Ich kann mir überhaupt nichts vorwerfen und dann kann ich auch mit gutem Gewissen einfach sagen, okay, ich mache jetzt was oder ich widme mich jetzt einfach meinem zweiten Abschnitt in meinem Leben im Endeffekt. Ich glaube, du bleibst auch dann in Erinnerung als einer der größten deutschen Biathleten, wenn nicht sogar der größte des letzten Jahrzehnts, muss man ja schon sagen. Aber wie war denn das dann für dich, mit einem 45. Platz im Verfolger von Oberhof abtreten zu müssen? Ja, wäre natürlich schöner gewesen, wenn das irgendwie freudiger gewesen wäre. Aber zu dem Zeitpunkt, da wusste es eigentlich nur die Franzi und unserem Physiotherapeut, unserem Mannschaftstherapeut, war ich einen Tag zuvor auf der Massagepritsche und zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, was einfach auch ein Kumpel von mir wurde über die Jahre. Da haben wir dann so einfach wieder über die Situation geredet und er hat gesagt, Simon, du hast heute einen Fehler im Sprint, was unheimlich eigentlich gut war in dem Wettkampf, weil es sehr windig war. Ja. Und du kommst gerade in die Verfolgung, früher wärst du ganz woanders irgendwo gelandet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Time, morgen wird es auch mein letztes Rennen sein. Also für mich war das klar. Ich habe dann nochmal alles probiert an dem Wochenende, wusste, wenn es gut ist, dann freue ich mich. Wenn es nicht gut ist, dann weiß ich aber, dass genau die richtige Entscheidung ist. Ja. Und da wussten es eigentlich nur die beiden, dass das jetzt eigentlich mein letztes Rennen sein wird. Und habe dann das Rennen noch bestritten, habe jetzt aber auch keine Erwartungen mehr gehabt, dass ich da ein gutes Rennen machen werde, weil einfach das körperliche Gefühl einfach überhaupt nicht dementsprechend war. Ich wollte es einfach nochmal irgendwo genießen, möglichst gut schießen. Das war im Rahmen meiner Möglichkeit. Habe es, glaube ich, dementsprechend nur ganz gut hingekriegt. Habe meine letzten 5 Schuss meiner Weltcup-Karriere noch getroffen, ja, was das ganz wichtig für mich ist. Ja. und dann habe ich halt den Wettkampf beendet und dann war es für mich klar, okay, das war's. Und war dann für mich irgendwo schon auch eine Erleichterung dann. Aber ich habe es erstmal noch weiterhin halt bedeckt gehalten, weil ich schon auch mir nochmal ein bisschen Zeit geben wollte, schon auch den Leuten Bescheid geben möchte, die mich in meiner Karriere unterstützt haben, irgendwo Freunde wurden, dann natürlich der Familie irgendwo Bescheid geben und dem ganzen Umfeld, das mir wichtig war, dass es von mir erfahren, schon auch davor Bescheid geben, bevor sie es dann irgendwo durch die Presse oder Öffentlichkeit erfahren werden. Ja, klar. Herr Simon, ich kann mir vorstellen, das Gefühl zu gewinnen, ne? Das ist bestimmt unheimlich berauschend, euphorisierend, dass du an dem Tag der beste Biathlet bist. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch immer wieder was dann deine Motivation, die vielleicht dann auch zwischenzeitlich mal weg war, noch angetrieben hat. Fehlt dir das heute, wo du es jetzt nicht mehr hast als inaktiver Sportler? Eigentlich nicht, weil ich es halt einfach jahrelang erlebt habe und ich mir eigentlich bis zum Ende nie vorwerfen kann, dass ich nicht 100%igen Einsatz gezeigt habe. Sowohl im Training als auch im Wettkampf war das für mich einfach eine Zeit, wo dann abgeschlossen war mit dem Rücktritt und ich das dann auch so ausgekostet habe, dass es einfach für mich in Ordnung war. Und deswegen ich eigentlich keine Wehmut verspüre. Ja. Obwohl ich natürlich weiterhin sehr interessiert bin oder mich sehr interessiere für Biathlon, es auch im Fernsehen verfolge, irgendwo ja auch durch die Fernseh noch dabei bin. Klar, ja. Und deswegen da eigentlich schon noch Einblicke habe und mich natürlich auch die Leistungen noch faszinieren, die Athleten irgendwo bringen und ich davor oder natürlich vor dem Fernseher auch irgendwo ein Fan davon bin, aber ich jetzt nicht den Drang verspüre, ich würde jetzt auch so gern noch einen Biathlon-Wettkampf machen. Ich glaube, da hatte ich einfach auch zu viele dann in meinem Wettkampf, in meiner Karriere und es war halt einfach auch so, dass ich, wie ich gerade gesagt habe, immer 100% dafür gegeben habe und es dann für mich einfach auch gut war, als es vorbei war. Aber wo holst du denn heute dann deinen Kick ab oder deinen Rausch? Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Oder ganz interessante Frage. Im Endeffekt hat ja so ein Leben jetzt nicht nur im Leistungssport, sondern auch im ganz normalen Beruf hat es ja auch durchaus seine
Kicks, wo man da erleben kann. Jetzt vor 4 Wochen hatte ich mal wieder so eine Prüfungssituation, die ich jetzt seit dem Abitur eigentlich nimmer gehabt habe und das jetzt eigentlich nach 13 Jahren mal wieder so das erste Mal war, wo man Prüfungen hatte, wo es wirklich auch darauf ankommt, dass man da ist, dass man die besteht und oder gute Noten schreibt. Und das war zum Beispiel auch mal wieder so ein Kick. Geht man hin, wie eigentlich so ein Fünftklässler wieder, wo man nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Ja. Weil man so lang eigentlich aus daraus war. Und deswegen, oder auch gerade vor bestimmte Aufgaben, die einem beim Arbeiten begegnen, wo man vielleicht sich auch nicht so ganz sicher fühlt, gerade natürlich jetzt bei mir, wo ich viele Sachen wieder lerne, wo ich mich neu oder weiterentwickeln muss, wo natürlich Situationen dabei sind, wo man jetzt nicht gerade der Experte drin ist, aber sich doch zurechtzufinden versucht und dann aber auch Situationen dabei sind, wo man selbst auch zeigen muss wieder, dass man, hey, ich kann das oder ich kann da gute Arbeit machen und ich kann auch abliefern. Also so Situationen, wo man auch wieder so einen Kick verspürt, ist nicht nur im Sport da, für mich jetzt beispielsweise. Also hast du auch einen Kick oder einen gewissen Kick im Buchschreiben bekommen, wovon wir jetzt schon erzählt haben. Hin und wieder haben wir es erwähnt. Du hast ein Buch geschrieben. Wie kam es denn dazu? Gut, im Endeffekt hat mich ein Verlag gefragt, ob ich mir sowas vorstellen kann. Mhm. Und habe ich so drüber nachgedacht und habe ich gedacht, ja, eigentlich ist doch echt eine coole Sache, nochmal alles auch so Revue passieren zu lassen. Mhm. Und eigentlich auch nochmal so ein Ding, wo man wirklich von klein auf sich nochmal Gedanken macht, wie war mein Werdegang wirklich? Ja. Und es war auch ganz interessant, weil ich wirklich alles nur aus Erinnerungen geschrieben habe. Ich habe eigentlich nie irgendwo was nachgeschaut, wie was war, sondern eigentlich wirklich nur aus Erinnerungen erzählt habe. Das war eigentlich schon interessant, weil man merkt schon, so eine Karriere prägt einen unheimlich, brennt sich auch ein, weil, wie gesagt, Situationen vor 20 Jahren, wo man dann auch angefangen hat, vielleicht mit dem Sport oder Schülerwettkämpfe beispielsweise, kann man sich ab und zu oder an einige noch wirklich gut erinnern. Und deswegen war es eigentlich schon eine coole Sache, dass man einfach nochmal komplett die Karriere Revue passieren lassen hat und sich auch noch mal an viele Dinge erinnern konnte, ja. Hast du das denn einfach so dann selber geschrieben oder wie lief das ab? Nee, im Endeffekt, ich hatte einen Ghostwriter, nachdem ich mich eigentlich selber gekümmert habe, wer das gerne machen würde und das hat dann der Florian Kienast im Endeffekt gemacht. Mit dem habe ich mich dann jede Woche über Zoom zusammengerufen und wir haben eigentlich immer so 2 Kapitel besprochen und dann hat er die niedergetippt und ich habe es dann drüber gelesen, meine Veränderungen noch vorgenommen und dann hat sich so das Buch entwickelt. Er hat zuvor eine Gliederung geschrieben und von der ich eigentlich sehr begeistert war, weil die sehr stimmig war und dann haben wir einfach losgelegt und pro Sitzung eigentlich 2 Kapitel besprochen. Ja. Wie gesagt, er hat es dann abgetippt und ich habe dann gegengelesen, Korrekturen vorgenommen, Veränderungen vorgenommen und dann hat sich das Buch eigentlich mehr und mehr zu einem Gesamtwerk entwickelt. Ja, ich finde, wenn man es liest, also mir ist es zumindest aufgefallen, kommt auch teilweise deine Sprache durch. Das heißt, du hast schon auch deine Sprache damit eingebracht oder? Weil du ja gerade sagst, er hat das irgendwie selbst geschrieben. Ja, aber ich glaube, er ist schon ganz gut da auf mich eingegangen. Das Lesen liest sich ja relativ flüssig. Ja. Genau, ja. Und durchgängig. Und ich glaube, es ist schon sehr nah dran an mir, ja. Ja, es ist richtig nah dran im Endeffekt, weil es wirklich auch, glaube ich, von der Sprache gut getroffen wurde. Ja, muss ich sagen. Also einige Sätze, da habe ich gedacht, das war es gerade du so, der das da jetzt geschrieben hat. Aber ja, gut. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant. Ne? Man erfährt da nochmal viele Details oder so, auch Sachen, die man gar nicht so mitbekommen hat vielleicht. Ne? Oder gerade die Leute, die vielleicht Biathlon nur mal so nebenbei oder so konsumieren. Schon wirklich interessant. Ja, danke.
Aber lass uns mal auf die aktuelle Situation kommen. Du bist jetzt beruflich beim DSV. Richtig, genau. Was heißt das genau? Ich mache jetzt beim Deutschen Skiverband ein duales Studium. Ja. Studiere BWL in Ismaning und arbeite im Deutschen Skiverband hauptsächlich im Finanzbereich. Bin aber auch sehr wohl in andere Themen integriert. Man schaut schon, gerade als ehemaliger Sportler hat man ja durchaus auch seine Kompetenzen in anderen Bereichen, wo man jetzt schon nutzen kann. Und da bin ich auch in verschiedene Projekte dann noch involviert, was natürlich auch sehr abwechslungsreich macht. Mhm. Hauptsächlich bin ich aber in dem Finanzbereich, was wirklich sehr interessant ist, weil als ich aufgehört habe, war für mich schon klar, dass ich den Sport irgendwo erhalten bleiben möchte, aber ihn durchaus von der anderen Seite mal kennenlernen möchte. Und klar ist man mit wirtschaftlichen Themen in seiner Karriere schon konfrontiert worden, weil man ja schon auch irgendwo selber in gewisser Weise so ein Produkt ist, wo man sich selber auch durchaus in gewisser Weise vermarkten kann und so weiter, wo man da schon mit wirtschaftlichen Themen konfrontiert wurde, aber so gerade die letzten Jahre mich immer interessierter an wirtschaftliche Dinge gewesen und dann war es eigentlich so für mich schon an dem Punkt, als ich aufgehört habe, dass ich den Sport schon auch von dem Blickwinkel mal richtig kennenlernen möchte und mich dort auch weiterentwickeln möchte und mich das auch durchaus sehr interessiert, hat sich dann das ergeben, dass der Deutsche Skiverband mich gefragt hat, ob ich mir sowas bei Ihnen auch vorstellen könnte, was mich auch sehr gefreut hat. Und weil man ja doch viele Jahre für den Deutschen Skiverband unterwegs war und man sich dort auch schon auch in gewisser Weise heimisch fühlt, sich dort auch auskennt. Ja. Die Mitarbeiter schon irgendwo auch die meisten zumindest kennt und ja, deswegen war das eigentlich eine tolle Gelegenheit. Und dann habe ich ja im September begonnen mit dem dualen Studium, bin seitdem dort und ja, bisher wirklich sehr, sehr interessant und ich habe, glaube ich, in dem letzten Jahr sehr, sehr viel lernen können im Endeffekt. Mhm. Ich stelle mir das gerade ziemlich lustig vor, wenn ich dann an die Uni gehe montags morgens und da sitzt auf einmal Simon Schemp neben mir. Hast du da schon mal irgendwelche Anfragen bekommen oder ist das bisher alles online gelaufen? Nein, war durchaus schon mit Präsenz und so weiter. Ich habe es am Anfang gedacht, okay, ich erzähle erstmal überhaupt nicht von meiner Vergangenheit oder sonst was. Und gleich am ersten Tag musste sich aber jeder vorstellen. und man ist dann aber auch gleich mit Fragen gelöchert worden. Und dann war es nicht mehr so richtig aufzuhalten, leider Gottes. Und ja, aber bei mir in der Klasse ist eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Eigentlich völlig normal. Ich bin so ein Student wie jeder andere auch. Mhm. Klar, redet man auch über meine Karriere manchmal oder ab und zu, aber es nimmt eigentlich keinen großen Platz ein, weil wir einfach irgendwie andere Themen haben und das auch sehr interessant ist oder die mich sehr interessieren. Und es ist auch ganz cool, weil wir vom Alter her von, sag ich mal, der Jüngste ist wahrscheinlich, oder die Jüngste 18, 19, und es geht dann bis zu mir eigentlich hoch. Also ich bin schon leider Gottes der Älteste in meiner Klasse, aber dann kommen schon welche, die vielleicht ein Jahr, zwei Jahre jünger sind als ich. Also es ist eigentlich querbeet und das macht es aber schon auch interessant und abwechslungsreich, weil jeder ja einen anderen Werdegang hat und jeder arbeitet auch nebenher. Also jeder macht das Studium dual. Ja. Und deswegen kommt man auch aus ganz viel verschiedenen Leuten aus ganz verschiedenen Bereichen zusammen und deswegen, es ist eigentlich schon interessant und es macht schon Spaß. Ja, du sagst ja auch oder schreibst auch oft im Buch, dass du wirtschaftlich ja auch immer sehr interessiert bist. Jetzt habe ich gerade hier gehört, Finanzbereich, bist mit den Finanzen da vertraut und du bist ja auch einer der erfolgreichsten Biathleten überhaupt. Da fragt man sich, musst du da überhaupt noch arbeiten und studieren, Simon? Ja, ich glaube schon. Oder sag mal so, ich will halt schon auch noch weiterhin was lernen und weiterhin was Produktives machen. Und ich glaube, auch jetzt einfach sich auf die faule Haut zu legen und einfach vielleicht mal 5 Jahre nichts zu machen oder so, da bin ich halt nicht der Typ dazu. Mhm. Ich möchte einfach
schon auch was Produktives machen, mich weiterentwickeln in Bereiche, die mir Spaß machen, dazulernen. Ja, auch was studieren, da einen Abschluss zu haben, weil man weiß ja nie, was kommt. Und, das Leben ist ja so vielfältig, wo man ja schon auch irgendwo nützlich sein kann und auch selbst einiges erleben kann noch. Und deswegen gehe ich sehr gerne arbeiten und auch entwickle mich sehr gerne weiter. Ja, du gehst ja auch noch andere große Projekte an in deinem privaten Umfeld, zum Beispiel der Hausbau mit Franzi. Hab dann gut zugehört. Ja, aber du hast auch schon ein Haus in Ruhpolding, oder? Ja, im Endeffekt ist es so, ist natürlich so ein Traum von einem, dass man mal ein eigenes Haus bauen kann. Und ja. Franzi und ich sind das Projekt jetzt letztes Jahr schon angegangen. Und ja, jetzt geht's los mit Bagger. Ja. Sehr cool. Aber was heißt denn dann, wenn du sagst, bauen, also leg dir da selber dann Hand an oder überlass dir das dann anderen? Teils, teils. Also wir wollten jetzt nicht alles aus der Hand geben, weil wir selber handwerklich sehr gerne auch Hand anlegen und selber auch das ein oder andere machen. Und deswegen wollte man nicht alles anderen überlassen. Okay. Und ein paar Sachen machen wir mit natürlich Unterstützung von unseren Familien dann auch selber. Ja, sehr cool. Also das findet man schon auch, es gehört dazu und das wollen wir auch und gibt einem schon auch ein gutes Gefühl, wenn man was selber machen kann. Ja, auf jeden Fall. Simon, kommen wir zu unserem Zieleinlauf hier in unserem Gespräch. Wir haben noch eine Rubrik und die heißt so. Ach ja, bin ich. Schnellfeuer. Genau, Schnellfeuer ist die Rubrik, die wir letztes Mal noch unter Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen, abgespielt haben. Und ja, Schnellfeuer aus dem Grund, weil hier Fragen und Aufgaben auf dich warten, die du kurz und knackig beantworten kannst in einem Wort oder in einem Satz. Frage 1 ist, wie immer, hattest du ein Ritual vor Rennen? Nein. Dein Lieblingsort von allen, die du gesehen hast im Weltcup? Ruhpolding und Antholz. Ah. Welche war deine Lieblingsdisziplin? Massenstart. Stehend oder liegend schießen? Stehend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Die Kombination aus zwei Sportarten und der Fight Mann gegen Mann. Und was ist für dich das Schlimmste am Biathlon? Nicht in Topform zu sein. Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon? Weltmeistertitel im Massenstart in Hochfilzen. Deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon andere Sportler? Ja, beispielsweise schon auch Michael Jordan, Roger Federer, Biathlon, Oleana Björndalen, aber auch durchaus Martin Foucault. Okay, dann kannst du jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen, egal welche Eigenschaften, was würdest du nehmen und von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv? Ich würde Sturla Holm Lackreit als Schütze nehmen. Ich würde Johannes Thingnes Bös Körperkonstellation, ja. Martin Foucaults Technik und die Kaltschnäuzigkeit von Martin. Ja, Stühler etabliert sich langsam, muss man sagen. Ja. Und was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Keine Werbung, hast du irgendwie so eine Message oder so, die du verbreiten willst? Oder vielleicht auch ein Motto, was du in deiner Karriere immer so im Kopf hattest? Irgendwie so ein Leitspruch oder sowas? Respekt und Fairness. Ja. Ich glaube, das sind gute Abschlussworte. Simon, wir danken dir auf jeden Fall für diese lange Zeit hier. Sag aber noch unseren Zuhörenden, wo sie dich finden können, wenn sie mehr über dich erfahren wollen. ihr könnt mich finden auf Facebook, Instagram, Twitter. Twitter auch, okay. Ja, ich bin überall vertreten, außer TikTok. Naja. Und ansonsten, vielleicht sieht man sich ja mal vor Ort bei irgendeinem Wettkampf. Im Winter oder vielleicht auch bei irgendeinem Sommerwettkampf mal. Würde mich freuen und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Ja, perfekt, Simon. Vielen Dank nochmal. War großartig. Lange Karriere, sehr inspirierend und alles Gute. Definitiv. Danke, euch auch. Bis dann, Simon. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, Hendrik, eine großartige Karriere, die hier zu Ende ging. Ich glaube, viele Punkte, die sind hier sicher noch in Erinnerung bei den meisten. Aber ich glaube, man hat auch nochmal viel Neues hier mitnehmen können und auch gelernt. Ja, sehe ich auch so. Also gerade die Punkte, wo es um die mentale Komponente geht, fand ich sehr interessant. Durch das Gespräch habe ich nochmal so mitbekommen, ja, das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Ne? Auch vom Kopf her
da ganz oben mitspielen zu können, das ist nicht einfach. Ja, ich glaube, da ist auch jeder so ein bisschen anders, ne? Eine individuelle Sache. Dem einen fällt das leichter, der andere, der hat es schwieriger. Und klar, das kann natürlich dann auch gerade auf so einem hohen Niveau so die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Der eine, der dann dadurch, weil er vielleicht da mental ein bisschen besser klarkommt, die eine oder andere Platzierung mehr holt als eben anderer, wenn die gleichwertig sind. Mhm. Also ein sehr interessanter Punkt. Ja, und auch was Simon einfach für ein Sportsmann war, ne? Oder auch noch ist so, wo er dann damals dem Foucault eben die Kugel überlassen hat, wo er eigentlich hätte vielleicht noch Einspruch erheben können in dem Massenstartrennen, ne, wo er dann da ohne Magazine am Schießstand stand. Diese ganze Geschichte, dass er ihm die dann letztendlich noch überlässt, also gut ab. Aber natürlich auch sein Ehrgeiz über die gesamte Zeit, dass er nichts unversucht hat lassen wollen und alles rausholen wollte. Ja, und so kannst du, glaube ich, im Endeffekt dann auch nur so erfolgreich werden, wie er es dann eben war. Mhm. Und klar, ich denke gerade Pyeongchang 2018 und Hochfilzen 2017, das werden Momente sein, da wird man sich auch in 10 oder 15, 20 Jahren noch dran erinnern. Ja. Und genau, die werden wahrscheinlich auch immer wieder dann im Fernsehen abgespult werden, wenn man an die Orte kommt oder wenn da nochmal Weltmeisterschaften sind. Aber schreibt uns doch auch mal gerne, was war denn für euch so der größte Simon Schemp-Moment, der euch vielleicht auch direkt so immer in den Kopf springt, wenn ihr den Namen Simon Schemp hört? Gerne unter das Folgenbild bei Instagram. Ja, ich glaube, da lesen wir auch dann häufig Hochfilzen 2017 oder Pyeongchang 2018. Aber ich bin gespannt. Vielleicht ist ja auch noch ein anderer Moment dabei. Er hatte natürlich auch zwei sehr gute Rennen, jeweils eins in Ruppolding und eins in Oberhof. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich glaube, da war auch der ein oder andere, der uns folgt vor Ort. Also wer weiß. Ansonsten natürlich wie immer, abonniert uns bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das eben hört, bewertet uns natürlich auch. Das geht jetzt auch bei Spotify, Hendrik. Ja, da gibt es so ein kleines Sternchen auf unserem Profil. Da einfach mal draufklicken, 5 von den Sternen geben und dann sagen wir Dankeschön. Genau, und natürlich teilen und verbreiten, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir danken fürs Zuhören, sind nächste Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Ja, ich bin gespannt, wer es wird. Bis dahin eine gute Woche. Bis dann, ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.